Und damit moin moin und herzlich willkommen am Tag der Deutschen Einheit. Heute am Dienstag ist es, genau, am Dienstag zur ersten von zwei Folgen Real Solar System. Schön, dass ihr es einrichten konntet. Wir werden uns heute die doppelte Dröhnung geben, 2x3 Stunden. Das heißt, jetzt geht's los bis 18 Uhr, dann haben wir 2 Stunden Pause. Dann geht's um 20 Uhr weiter bis 23 Uhr Real Solar System, um aufzuholen und zeitlich ein bisschen zum Cookie aufzuschließen. Und ich sag jetzt erstmal Hallo an alle, die schon da sind. An den Neo, an den Zermedes, an Mickey, an Gaming Cookie, an den TJ, Furzbacke, Senfsoße, Devil to Get, der Idel ist auch schon da und Proxy ist noch reingeschneit. Ja, und natürlich auch Hallo an alle von euch, die noch irgendwo im Hintergrund rumsitzen und noch nichts geschrieben haben und der Form halber, weil er gerade eine Minute zu früh gedrückt hat. Vielen lieben Dank für dein Follow, Zermedes. Willkommen bei den Kommunauten. Schön, dass du es einrichten konntest, mal Twitch heimzusuchen. So, was machen wir heute? Wir machen heute verschiedene Sachen. Also, zum einen wollen wir versuchen, auch eine unbemannte Mondlandung hinzubekommen. Mal gucken, das ist sehr experimentell, alles ungetestet, ich habe nichts simuliert, also ich habe es einfach mal gebaut, weil es billiger war, die Rakete zu bauen. Das kann fürchterlich in die Hose gehen oder ein epischer Erfolg werden, das werden wir sehen. Dann haben wir in 279 Tagen ein Erde-Mars-Fenster, da müssen wir mal gucken, da werden wir sicherlich irgendwas mit anfangen, also eine Sonde werden wir auf jeden Fall losschicken, um noch ein paar Wissenschaftspunkte abzugreifen. Und was ich jetzt mal mache, mit diesem Rechtsklick, ich werf jetzt schon mal das Upgrade an, denn ich möchte heute auch das erste Mal eine EVA schaffen, denn ich habe jetzt mittlerweile, ich zeige euch das mal, die Second Gen Capsules freigeschaltet. Und da ist das Voskhod-Modul mit dabei. Das geht auf das gleiche Teil drauf wie das Vostok. Raumschiff hat aber Platz für 3 Crewmitglieder und hat vor allen Dingen, wartet mal, da, so einen andockbaren, aufblasbaren Airlock-Tunnel mit dabei, mit dem man tatsächlich EVAs machen kann. Das ist doch spannend, oder? So, genau, das ist, was heute so ansteht. Mal gucken, wie weit wir im ersten Stream kommen, wie viel davon klappt und wie viel davon uns einen Strich durch die Rechnung macht. Und ich habe noch eine andere gute Nachricht für euch, für alle von euch, die immer noch mit dem Gedanken spielen, hier mal ein Abo dazulassen. Twitch hat die Aktion verlängert, das geht jetzt irgendwie noch bis Mitte oder Ende Oktober, also wir haben jetzt aus dem September, haben sie einen Subtober gemacht. Das heißt, wenn ihr subscriben wollt, aber bisher immer gedacht habt, oh, dann kriegt Twitch ja das ganze Geld, nee, ist um 50% reduziert und die schöne Nachricht daran ist, dass ich trotzdem den vollen Betrag bekomme von eurem Abo, das heißt, ich freue mich und Twitch nicht so sehr. Ja, wahrscheinlich freuen die sich aus, sonst würden sie es nicht machen, aber genau, das gilt weiterhin. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also das Upgrade habe ich gemacht. Die 150.000 sind weg. Jetzt werde ich noch ein bisschen Kohle ausgeben, glaube ich. Ich gehe mal so auf 300.000 runter und kaufe mir ein paar Upgrade Points, denn ich möchte die VAB ein bisschen aufbauen. Erstmal auf 3,3, das sollte uns eigentlich reichen. Und dann noch ein bisschen Geld in Forschungsgeschwindigkeit stecken. So, dann wird das alles ein bisschen schneller fertig. Also wir sind jetzt hier irgendwie um 5 Stunden kürzer mit dem Bau der Luna-Rakete. Und auch unsere Gebäude werden ein bisschen schneller geupgradet. In 129 Tagen sind wir also weit, dass der Astronaut-Komplex fertig ist und ich prinzipiell EVAs machen kann. Schauen wir mal. Gut, jetzt heißt es aber erstmal Luna 1 abwarten, dass sie fertig gebaut ist. Und ich würde sagen, da zoomen wir jetzt einfach mal in Ruhe hin und gucken dann mal, ob wir das Ding irgendwie zum Mond bekommen oder ob ich da fürchterlich dran scheitere. Ach, es waren sogar noch 7 Stunden. Mensch, nicht mal mehr 7 Tage. Doch, es müssen 7 Tage gewesen sein. Es ist hell und dunkel geworden. Da waren 7 Tage. Und Prost an alle, die auch einen leckeren Kaffee oder Tee dastehen haben.
So, da ist die Luna-Rakete. Jetzt ist die große Überlegung, ich glaube, während wir die rausrollen, das wird ja auch noch mal ein bisschen dauern. Jawohl, 3 Tage, 11 Stunden. Kann ich mal Folgendes machen? Ich kann auch mal meine Verträge mit in die Übersicht nehmen. Oh, ich habe die noch gar nicht angenommen. Aber ich habe eine Mars Atmospheric Probe. Die sollte ich mal reinspeichern. Ich hoffe, ich habe überhaupt einen Moon Landing Uncrewed Vertrag. Lunar Landing Uncrewed. Gott sei Dank. Das wäre jetzt peinlich geworden. Das soll theoretisch ein Lander werden. Theoretisch. Mal gucken. Vielleicht wird es auch ein Flyby, weil ich es total versaue. Vielleicht wird es auch ein Absturz, weil ich es richtig versaue. Zack. So, dann haben wir das auch angenommen. Bevor ich losfliege, sonst wäre das nämlich ein bisschen peinlich. Gut, und genau, damit ihr es gesehen habt, hier ist irgendwo die First EVA. Die werde ich als nächste Mission auf jeden Fall anpeilen. Ich nehme sie jetzt noch nicht an, einfach um mir den zeitlichen Rahmen zu lassen, da ein bisschen vorsichtig vorzugehen. Aber wir werden mal eben das Raumschiff schnell fertig bauen, weil das sollte ein relativ einfacher Schnack sein. Wir nehmen nämlich schlicht und ergreifend die Voskhod-Kapsel, bauen die oben auf unsere Heavy Proton drauf und hoffen das Beste. So, dann muss ich aber jetzt erstmal die Voskhod kaufen. Die kostet natürlich auch mal wieder 55.000. Aua. So, und dann gibt es da noch ein bisschen Zubehörteile. Voskhod. So. Da gibt es nämlich einen speziellen Adapter, mit dem man das aufbaut. Da gibt es ein spezielles Fairing, hinter das der ganze Spaß hinterkommt. Da gibt es Retro-Packages, die spare ich mir, das mache ich über das normale Ding. Und da gibt es das Voskhod 2 Airlock, nochmal 50.000. Das ist alles so fürchterlich teuer. Ich habe gerade eine EVA-Tür für 50.000 gekauft und die ist aufblasbar. Also wenn wir mal darüber reden wollen, dass ihr euch preislich verarschen lasst bei irgendwas. Das war gerade ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sowas ausgehen kann. So, die EVA-Tür sieht nämlich folgendermaßen aus. Die packt man hier oben drüber. Und das war auch tatsächlich bei der Voskhod so, dass man hier so ein aufblasbares Airlock hatte. Da hat auch nur eine Person reingepasst. Und wenn man dann fertig ist, später sprengt man das quasi ab und fliegt ohne das nach Hause. Oh, hier bricht aber auch gerade das fiese Unwetter los. Naja, Norddeutschland halt, ne? So, also so sieht unsere Konstruktion aus. Und der Rest ist, jetzt lass mich überlegen, wie ist das andere Ding? Vostok, ne? Der Rest ist Vostok-Technologie. Ja, ich wollte das nochmal anmerken, weil Cookie hier immer mit seiner, ich weiß nicht, was hat er dafür gezahlt? 27.000 Pfandskapsel? Ne, Dollar hat er ja bezahlt. Bei mir kostet das alles unendlich viele Rubel. Ich bin ein armer, armer Mann. So, zack. So sieht unser Raumschiff aus. Und die gute Nachricht ist, wir müssen damit ja nur in Orbit fliegen und da ein bisschen Budenzauber machen. Das heißt, wir werden da gar nicht so viel Tralalü machen. Jetzt brauche ich nochmal die Voskhod-Geschichten. Genau, und zwar für den Adapter. Jawohl. 250.000 Dollar für eine Gemini bezahlen. Hast du schon 250.000 für eine Gemini bezahlt? Weil du bist bisher immer mit dieser MK1-Kapsel durch die Gegend geflogen. Ich glaube, die hat nur 70.000 oder so gekostet, oder? So, das ist unser Raumschiff. Jetzt kommt das Subassembly, weil ich muss ja nicht alles wieder neu. Oh Gott, ich habe es nicht gespeichert, ne? Ich bin ein schlechter Mensch. Okay, wir holen uns das mal raus. Also, das hier wird Voskhod 1. Wir werden das natürlich jetzt historisch nicht ganz korrekt durchführen, weil eigentlich war Voskhod 2 erst die richtige Mission, um das erste Mal eine EVA durchzuführen. I failed on this. Ich werde es natürlich im ersten Anlauf probieren. So viel Zeit und Geld habe ich nicht, das hier alles 20 Mal zu machen. Ach so, die Gemini noch nicht gekauft, aber sich darüber beschweren, wie teuer sie ist. So. Ich sollte auch alles mit MK1-Kapseln fliegen, das ist viel billiger. Aber es ist nicht historisch so korrekt. Das ist übrigens für alle, die interessiert sind, das ist Luna 1, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Luna 1 trägt das hier als potenziellen lunaren Lander. Mal gucken, ob das funktioniert. So, aber mich interessiert jetzt eigentlich gerade die Rakete darunter. Zack. Die möchte ich nämlich gerne mal haben als Heavy Proton. So.
Genau, das ist unsere, ja, ich sag mal, erster Versuch einer schweren Trägerrakete. So, und jetzt können wir Voskhod 1, da ist sie, nee, doch, ja. Voskhod, Vostok, da kommt man aber auch durcheinander, ne? Das ist alles so gleich. So, Heavy Proton. Ach, siehst du, da können wir sogar dann noch den Adapter ausbauen. Den brauchen wir gar nicht. Schwupp. Schwupp. Das passt sogar fast. Kann man ein bisschen flacher gehen und dafür ein bisschen länger. Sehr schön. Schwupp. Ich denke mal so, oder? Mit den, na, wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. 2,6 dürfte es sein. Okay. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt nur gucken, dass unsere Burntime wieder passt. Wir haben 4 Minuten 10 auf der Stufe. Das ist Stufe 3. Dick, dick, dick. Das muss hier mal ein bisschen nach oben weg. Das ist egal. Das ist korrekt. Stufe 3 hat jetzt 3 Minuten 58. Das heißt, was wir jetzt machen, ist hier einfach ein bisschen mehr Sprit einfüllen. 4 Minuten 10 hatte ich gesagt, oder? Ja. So. 4 Minuten 12, ich bin mal nicht so. Gut, das sollte locker reichen für unsere Zwecke. Jetzt korrigiere ich hier mal die ganzen Tüdelünd-Sachen. Das sieht ja auch sonst nicht aus. Hat der schon wieder 4 Segmente? Ich bin nicht einverstanden. Ich möchte gerne 2 Segmente haben. So. Zack. Und ich möchte gerne, dass das am Top bisschen schmaler geht. Jawohl. So. So. Ja, und hallo mal zwischendurch auch an alle, die noch dazugekommen sind. Den Axol, den Freedom und den Bootby sehe ich gerade. Und natürlich auch alle, die ich jetzt zwischendurch verpasst habe, weil ich hier fröhlich am Raketenbauen bin. Willkommen, willkommen. Wir sind ja mittlerweile doch eine ganz gute Horde. Das heißt, es sollte mittlerweile auch das Hoch- und Runterschalten der Auflösung funktionieren. Gibt es einen Gewichtsunterschied bei der Anzahl der Segmente? Ich glaube nicht. Es ist einfach nur so fürchterlich unordentlich, wenn man die Dinger absprengt. Und ich glaube, Cookie macht es sogar immer mit einem Segment nur. Sodass die Dinger drum bleiben, also zu bleiben, während man decoupelt. Aber das kann Cookie gleich einfach mal selber schreiben. Er hat da so seine eigene Dings. Aber ich habe es mittlerweile mal hinbekommen. Also danke dafür nochmal, Cookie. Ich habe mir das ein bisschen nochmal angeguckt. Ein bisschen rumprobiert. Jetzt gib mir dieses blöde Fairing-Segment. Ich will es doch nur abbauen. Da ist es irgendwo. Zack. So, auch hier hätte ich gerne nur 2. Vielleicht sollte ich das auch in dem Subassembly dann nochmal speichern. Jetzt gibt er mir das ja nicht zurück. Hallo? Irgendwie ist dieses Fairing-Segment doof. Irgendwo muss man es ja anklicken können. Ach, da war's. Sehr schön. So, zack. Gut. Was nicht so gut ist, dass da SpaceX draufsteht. Das müssen wir gleich mal korrigieren. Wenn er mich das lässt. Zack. Wir sind nicht SpaceX. Entgegen aller Gerüchte sind wir nicht SpaceX. So, das sind schon 2. Sieht auch nicht wie SpaceX aus. Cookie, Cookie, Cookie. Nicht aufgepasst. Es ging darum. Es ging darum, bei den Interstage-Fairings. Ich glaube, du machst sogar immer nur eine Seiten. Also ich habe 2 Seitenwände jetzt. Die Frage kam gerade wegen Gewichten so, das hat man ein bisschen diskutiert, aber ich glaube, das hat gar keinen Einfluss. Aber du machst immer nur eine Seitenwand, die du dann quasi nicht wegsprengst, sondern du startest aus der Seitenwand raus. Korrigier mich, wenn ich es falsch wiedergegeben habe. Gut, jetzt erstmal kurz einen Schluck Kaffee. Und eine Kleinigkeit noch, nämlich wenn ich schon mal losfliege, dann mache ich das natürlich nicht nur, um eine EVA zu machen, sondern ich würde gleich noch versuchen, ein paar Rekorde mitzunehmen. Wir haben jetzt mit maximaler Crew 2 Tage und ein bisschen. Das ist schon mal prinzipiell gar nicht schlecht, ist aber auch noch nicht so super gigantisch. Deshalb würde ich da jetzt noch einen Life-Support-Tank drunter packen.
Ja gut, zwei Funds Entry Cost kann ich gerade so verkraften. Zack. So, jetzt gucken wir mal. Oh, der macht dicht bei 1,50. Das ist doof. Dann nehmen wir doch noch einen prozeduralen Tank und stellen ihn einfach um. Ich glaube, die kann man auf Live-Support auch umstellen. Ich hätte schon gern, dass der die richtige Breite hat. So, 2,60. Länge muss er dann nicht ganz so viel haben. Wie kurz kriegen wir ihn? Ist vielleicht ein bisschen arg kurz sonst. Bin ich hier korrekt jetzt von der Breite? Ja, das passt. Okay. Passt, passt, passt. Dann ist das hier ein. Gucken wir mal, ich glaube, hier gab es Live-Support. Jawohl. Okay, sehr schön. Ah, wunderbar. Wunderbar. So, dann haben wir hier Live-Support für 11 Tage. Ganz so viel brauche ich gar nicht. Ich würde gerne den 7-Tage-Rekord knacken. Ja, und ich denke, wenn wir 9 Tage mitnehmen, sind wir relativ safe. Wir müssen ja nur in den Orbit fliegen. Und dann nehme ich noch einen Tank mit. Auch 2,60 Meter. Und auch nicht ganz so lang. Den würde ich dann nämlich mit Dingens gleich füllen. Mit RCS-Fuel. So, wo ist hier der Masseschwerpunkt? Das ist gut. Dann können wir relativ weit hinten unseren RCS ansetzen, dass wir uns steuern können. Dann stellen wir die hier auch um auf UDMHNTO. Und dann kommt hier UDMHNTO rein. Das ist Service Module und ich denke mal, so reicht das. Gut, dann haben wir das. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zack, jetzt noch optische Modifikationen. Das soll natürlich alles schön in Sojus-Farben erstrahlen. Ups, das war nicht so gut. Da. So, dann fällt das nämlich gar nicht mehr auf. Oh, jetzt fällt mir aber auf, dass das hier keine so besonders schlaue Idee ist. Da kommt ja noch ein Fairing ran. Machen wir mal eher hier so. So. Und dann kommen wir zum Fairing. Also es gibt einmal das Washcott Fairing Right. Wie ihr seht, hat das hier eine wunderschöne Ausbeulung für Folgendes. Oh, ich wollte nicht zwei davon haben, ich wollte nur eins davon haben. Um da das Airlock hinterzustecken. Ja, so lassen wir das. Ah, I even fail in Fairing anbauen. Komm, jetzt geh da ran. Ey, ärgere mich nicht. Ehrlich nicht. So. Gott sei Dank. Jetzt auch in aerodynamisch. So, und dann nehmen wir noch das linke Vostok Fairing mit. Das dann quasi unser Fensterchen fürs Ein- und Aussteigen beinhaltet. Passt auch exakt. Und RCS-Treibstoff ist rausgegangen. Echt, durch meine Ummodifizieren. Das kann natürlich sein. Ich gucke nochmal nach. Fuck, welches NTO war es jetzt? Sekunde. Whoop. Ich werde verrückt. Da einmal kurz dahin, dann kurz weg, dann kurz UDMHNTO, zack, dann wieder dahin, zack, dann wieder hier runter. Und vier davon. Meine Güte. Meine verdammte Güte. So, jetzt aber. Cookie, nochmal wiederhole ich es einfach nicht. Es tut mir leid. Kannst ja dann in der Aufzeichnung kommentieren. So, last but not least wollen wir natürlich für unsere orbitale Durchhaltemission auch ein wenig Strom mitnehmen. Brauche ich demnächst eh, würde ich jetzt mal kaufen, weil ich sie einfach gerne mal benutzen möchte.
Und zwar, wartet mal, wenn da das Aussteigeding ist, dann mache ich die Solarpanels hier hin. Ungefähr auf diese jene welche Höhe. So. Gut, dann ist das hier unsere theoretische, mehr oder weniger theoretische orbitale EVA-Mission. Und die packe ich jetzt nochmal auf die richtige Höhe und mache das Staging gerade. Und dann können wir das Ding potenziell schon mal im Bau geben. Und der ganze Spaß kostet 120 Tage und ich glaube, es dauert auch irgendwie so 129 Tage oder sowas, bis unser EVA, ich kann überhaupt EVA machen, Gebäude fertig ist. Würde also ganz gut hinhauen. So. So viel zu dem Thema. Und jetzt guckt mal auf eine ganz wundervolle Sache, die sich hier schon andeutet. Das Ding hat so 12.137 Delta V. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, das würde perfekt funktionieren. Man braucht 9.400 Delta V, um in den Erdorbit zu kommen. Ja, also ich bin jetzt nicht hier so der Superkopfrechner. Ich mache das jetzt mal hier mit. So. Also wir haben 12.137 Delta V. Dann nehmen wir das Ganze minus 9.400 Delta V. Dann haben wir 2.737 Delta V übrig. Das ist sehr, sehr, sehr nah an einem Transfer zum Mond rüber. Das heißt, wir sind ungefähr 500 bis 600 Delta V an einem lunaren Flyby noch vorbei, wenn er perfekt geflogen wird. Aber theoretisch sind wir echt nah dran. Und die schöne Nachricht ist, hier sind auch die Tanks leer, also in Wirklichkeit. Aber sagt's bitte keinem. Geht da noch ein bisschen mehr. Gut, Staging nochmal gerade ziehen. Also, Haupttriebwerke ist. Dann unsere Docking-Dinger. So. Und Adrian March, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kommonauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, das ist hier die nächste Stufe. Das passt. Dann kommt. Ja, kann man jetzt darüber diskutieren, ob man die hier schon anmachen muss. Zack, zack, zack. Auf jeden Fall ist aber hier zwischen. Mal der Zeitpunkt, um das Fairing aufzumachen. Und das sind zwei Einzeldinger, die machen wir auch nacheinander auf. So, dann kommt die Stufe, dann kommt irgendwann diese Stufe. Ich glaube, jetzt wäre tatsächlich ein guter Zeitpunkt, das hier anzuschalten. So. So. Zack, dann haben wir nochmal das Raumschiff an sich. Das kann man dann abtrennen. Was ist das da noch? Ach, das ist das Airlock. Ja, prinzipiell eine gute Sache. Würde ich aber dann auch nochmal getrennt vom Fallschirm handeln. So, und damit haben wir eine Rakete, die potenziell, also die ist auf jeden Fall orbitalfähig, locker, die hat sogar ordentlich Toleranzen drin. Ich kann die EVA-Mission erledigen und ich kann noch 7 Tage im Weltall bleiben, was, glaube ich, mein nächster Rekord ist, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, das wäre jetzt, was wir schon mal in Bau geben für später. Zack. So, und jetzt mache ich nochmal. Jetzt habe ich so viel an dem Subassembly-Gedöns. Ne, lass ich es im Subassembly drin. Ach, ist egal. Erstmal so. Obwohl, nee, ich mach's gleich ordentlich. Pass auf. Da muss ich es nicht immer wieder korrigieren. Heavy Proton raus. Delete. So. Und dann nehmen wir hier, da müssen wir nur dran denken, dass wir gegebenenfalls. Gegebenenfalls den Life-Support entfernen, wenn das eine unbemannte Mission ist. So. Zack. Und jetzt hoffe ich, der hat mein gesamtes Staging nicht in den Arsch gemacht. Sieht gut aus. Gut aus. Sieht auch gut aus. Fast. Nur meine blöden. Nur das blöde Fairing hat er wieder versaut. Zack, zack. Eine Seite. Andere Seite. So. Gut, dann safe und ab in Bau damit. Gut, wir sind vorbereitet. Das heißt, die EVA-Mission kann kommen. Wir müssen es ja nur noch auch annehmen. Erinnert mich da um Himmels Willen dran, bevor ich diese Rakete starte.
Wir müssen jetzt ein bisschen warten auf den Rollout. Oh, hier ist schon wieder ganz viel Wasser. Ah, Tsunamiwelle. Lasst mich mal einmal gucken, was Gebäudebau sagt. Okay, 122 Tage bis zum Astronaut-Komplex, dass wir überhaupt eh was machen dürfen. Das passt ganz gut. Wir haben 120 Tage Bauzeit für die Rakete und brauchen dann noch so 2, 3 Tage fürs Rausrollen. Das heißt, perfekt. Da werden wir gerade die Möglichkeit haben. Dann können wir auch schon loslegen. So, wir rollen jetzt mal. Guck mal sicherheitshalber. Jawohl, wir haben noch 363 Tage Zeit. Das muss also jetzt auch nicht beim ersten Anlauf klappen. Es wäre cool, wenn es beim ersten Anlauf klappen würde, aber es muss nicht. So, und ich glaube, wir schaffen es jetzt tatsächlich mal. Ich mache mal den Time Warp an, nach 1960 endlich mal rüber zu kommen. Ja, frühe Morgenstunden am 01.01.1960. Sehr gut. Da müssen wir jetzt nur noch gucken, dass da hinten kommt auch die Sonne gerade hoch. Das passt ganz hervorragend. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen Zeitraffer reinschmeißen, dass wir auch wirklich Sonne haben. Sonnenaufgang über Baikonur irgendwo hinterm Wasser. Hahaha. So. Das heißt aber für uns, wir können die Kiste jetzt aufs Launchpad stellen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Oh Gott, wo ist der Mond eigentlich? Stimmt, das ist. Vielleicht können wir jetzt noch gar nicht starten. Ich muss mir jetzt mal angucken, wie wir zum Mond stehen, um mir irgendwie ein Manöver zusammenzufummeln, damit ich auch tatsächlich zum Mond komme. Da ist ja durchaus der Winkel gar nicht unrelevant und ich habe tatsächlich von Baikonur aus einen relativ beschissenen Winkel, um zum Mond zu kommen. Weil meine Inklination sehr, sehr hoch ist. Also müssen wir mal gucken, wie wir das fliegen können. Oder wie wir das sinnvoll fliegen können. Aber das schauen wir uns jetzt an, bevor wir starten. Also ich mache mal so eine kleine Vormanöverplanung. Reicht der Life-Support für den Mond? Also Neo, der Tank da würde theoretisch für einen Flyby reichen mit 9 Tagen. Aber man kann ja den Tank sonst auch ein bisschen größer machen. So, das Ganze muss jetzt eh erstmal durchbetanken, weil ich ja die Tanks leer gezogen habe. Also die werden jetzt hier gerade auf dem Launchpad wird die Rakete befüllt. Ist das irgendwie schief oder sieht das nur für mich so aus? Irgendwie sieht die Rakete schief aus. Irgendwas ist da nicht gut. Die schwankt auch so komisch. So, wir wollen zum Mond. Dieser ist hier. Wir sind jetzt gerade hier. Wenn wir einen südlichen Launch hinlegen. Ich überlege gerade, wenn ich so rauslaunche. Relativ südliche Trajectory. Dann könnte ich ihn dort ungefähr abfangen. Ja, also ich kann Relative Inclination, aber ich werde keine saubere Null Inclination hinbekommen. Die kostet mich viel zu viel Treibstoff. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Also ich glaube, ich werde mich nicht auf die gleiche Inklination bewegen, weil egal wie ich es drehe und wende, ich muss tatsächlich. Ich muss tatsächlich relativ viel Inklinationsanpassung machen. Und das kann ich nicht, weil diese Stufe hier, also diese Stufe, diese Stufe, diese Stufe und diese Stufe, kann ich alle nur einmal zünden. Und ich werde wahrscheinlich die 3 Stufen auf jeden Fall aufbrauchen. Ne, wartet mal. Die kann ich 5-mal zünden. Aber die kann ich nur einmal. Das heißt, ich werde hier diese Delta V, und da seht ihr, wie viel Verschnitt ich habe. Das sind 6.000, 10.000, 11.000, fast 12.000 Delta V, nee, über 12.000 Delta V, die ich verheize für die ersten 3 Stufen. Und ich würde versuchen, mit der dritten Stufe so viel wie möglich noch in Richtung Mond rauszuholen. Das heißt, ich würde jetzt einen Orbit einschlagen. Da bin ich, ne? Ja, oh Gott, ich bin echt da oben.
Ich würde einen Orbit einschlagen, der mich in relativ südliche Richtung führt, also einen fast polaren, südpolaren Orbit, um dann eine gute Apoapsis aufzubauen und auf der Apoapsis den Orbit schon mal rumzudrücken in diese Richtung, weil wenn ich den Winkel gut hinbekomme, müsste ich einen guten Abfang für den Mond fliegen können. Das wäre jetzt der Versuch. Ist natürlich ein bisschen experimentell von der Manöverplanung, sollte aber dann auch für Inklinationschanges, weil ich die relativ weit die Apoapsis schon hochdrücke, bin ich aus der Gravitationswelle der Erde relativ weit raus und kann damit hoffentlich mit relativ wenig Aufwand korrigieren. Gut, denkt an eure Subwoofer, falls ihr sie liebt. Das könnte jetzt kurz ein bisschen laut werden. In diesem Sinne würde ich sagen, wir starten unsere Luna 1, der erste Versuch einer unbemannten Mondlandung, den ich auch als Mission angenommen habe, Gott sei Dank. In 3, in 2, in 1. Zündung, Triebwerke fahren hoch, unsere Rakete macht sich bereit. Wir haben durchgezündet mit der Mission Luna 1 und wir haben Liftoff. Das sieht gut aus. Triebwerke laufen. So, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Sound für euch. Oh Gott, wie toll. Das ist eine unbemannte Mission. Tatsächlich, also das ist eine unbemannte Mondlandung. Deshalb geht das auch so gut. Deshalb habe ich auch so unendlich viel Delta-V, weil ich nur ein kleines Raumschiffchen mit mir rumschleppe, was das machen soll. Gucken wir mal, ob es funktioniert. So, wir gehen mal in Richtung Süden raus diesmal. Nicht zu viel. Bin gespannt, wie sich das Baby verhalten wird. Ist ja jetzt, glaube ich, in der Konfiguration auf jeden Fall unser Jungfernflug mit der Nummer 1. So, wir gehen über eine dichte Wolkendecke raus, so wie es aussieht. Jawohl, tun wir. Und ich würde sagen, ich lasse ihn mal seinen Gravity-Turn machen. Den Rest können wir später noch korrigieren. Wir haben noch ein bisschen was zu fliegen. So, da sind wir. Wir kommen jetzt langsam, aber unsicher in den Gravity-Turn. Ich fliege. Das werden das sein, so ungefähr 150 Grad Süd ausgerichtet, diesmal raus. Einfach um den Überschuss treiben. Also das kostet mich natürlich mehr Delta wie für den Orbit, aber am Ende des Tages kostet es mich wahrscheinlich zumindest, oder das ist meine Hoffnung dahinter, weniger Delta wie als einen Inklinationschange über auf die Mondinklination. Aber das ist die Theorie dahinter. Ob das dann so funktioniert, werden wir sehen. Das dann so funktioniert, werden wir sehen. So, Wolkendecke ist clear. Wir sind weiterhin sauber unterwegs. Gravity Turn läuft auch ganz gut. Wir haben mittlerweile 350 Meter pro Sekunde drauf. Unsere Thrust-Weight-Ratio durchbricht gerade die 2,0. Sieht gut aus. Rakete entwickelt erste Überschalleffekte auf knapp 10 Kilometer Höhe. Sollte aber auch gleich vorbei sein, weil die Atmosphäre jetzt ziemlich dünn wird. Komm, sagt, es ist vorbei, ist gleich. Dafür, dass ich nur auf den Left Ball geguckt habe, war 150 gar nicht schlecht geschätzt. Augenmaß. Alles Augenmaß. Hier wird noch per Hand geflogen. Scheiß auf Instrumente. So. Also wie gesagt, die Kursplanung ist jetzt auch ein bisschen experimentell. Ich weiß es nicht, ob es gut kommt. Im Map-Modus hört man echt nichts. Also ich höre mich selber kaum noch sprechen. Ich hoffe, ich schreie euch gerade nicht total an. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt noch. Ihr scheint in der Map einfach nah ran zu zoomen. So.
gut. Das ist auch gut, dass wir einen relativ flachen Exit fliegen gerade. Der bringt uns weit rum. Je weiter wir rumkommen, umso besser. Genau, und da würde ich auch zu dem Mond anpeilen. Das Problem ist, dass da unten erst Höhe Australien das Manöver kommt. Das heißt, ich werde mir ein bisschen was einfallen lassen müssen, das zu improvisieren. Aber ich habe, wie gesagt, ein bisschen überschüssige Delta V. Ich hoffe, ich kriege das hin. Der Plan wäre jetzt folgender. Ich würde eine relativ hohe Apoapsis diesmal anfliegen. Einfach damit ich Puffer habe und dann in der dritten Stage, mit der ich normalerweise sehr flach gehe, übermäßig flach gehen und die Apo rumdrücken. Also quasi den Radial in-orientiertes Manöver fliegen. So, bisher laufen alle Triebwerke auch, das sieht gut aus. Aber gut, wir haben auch 10.000 Data Units drauf, also ich hoffe, da fällt auch nichts aus. Sehr schön. Sehr schön. Also das ist auf jeden Fall eine sehr verlässliche Erststufe. Wir sind bei 95, 97, 98, 99, jetzt 100 Kilometer Apoapsis bei nur 25 Sekunden Burntime. Das sieht gut aus. Ja, ich werde die Map View auch so gut es geht vermeiden. Zumindest für diese Stage jetzt noch. Danach wird es auch ein bisschen ruhiger. Wir gehen jetzt nämlich gleich runter auf 4 Triebwerke. Das ist unsere Second Stage. Das ist auch der Proton, wie gesagt, schon relativ nachempfunden. Also wir nähern uns bautechnisch immer mehr der Proton K. Ich werde es dann irgendwann nochmal, vielleicht machen wir das für den, also wenn es wirklich irgendwann mal, ich weiß nicht, ob, nee, heute ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, für den Crude Flyby werde ich spätestens eine echte Proton K versuchen zu bauen. Weil es dann wieder original sein soll. Aber jetzt, wie gesagt, machen wir erstmal die Sachen, die wirklich anstehen. So, und jetzt gehe ich ein bisschen flacher. Vorbereitung auf die Stage Separation. Wir werden Stage 1, haben wir gleich Main Engine Cutoff in 1,5 Sekunden. Das ist natürlich ein bisschen länger durch Lag. Und wir haben Main Engine Cutoff und gehen rüber auf die zweite Stage. Wir haben saubere Ignition, hoffe ich. Sieht gut aus. Ignition ist durch. Und wir sind unterwegs in Richtung Orbit mit der zweiten Stufe von Luna 1. Verabschieden uns von unserer sehr verlässlichen, sehr guten First Stage, die uns da wirklich gute Dienste geleistet hat. Wir sind jetzt auf den RD0210. 4 Triebwerke. So auch tatsächlich zweite Stufe der Proton K mit diesen Triebwerken betrieben. Okay, das Heading ist mir jetzt ein bisschen zu östlich. Ich gehe ein bisschen mehr nach Süden noch rüber. So. Okay, wir haben 2 Minuten 50 Zeit. Das heißt, das kostet mich jetzt natürlich auch alles Speed nach oben. So, ich werde jetzt unsere Landefähre, unsere potenzielle Landefähre, aus dem Fairing rausholen. Sehr schön. Okay, sollte man nicht machen, während man gerade Inklinationschanges macht, aber hey, ist nochmal gut gegangen. So, Antenne raus. Solarpaneele raus. Zack. So, jetzt, wie gesagt, sind wir auch ein bisschen ruhiger. Ich guck mal, wie es läuft mit unserem Manöver. Also wir sind immer noch sehr, sehr, sehr nördlich unterwegs. Sehr, sehr nördlich. Mal gucken. Mal gucken, ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das gedacht habe. Also ich werde auf jeden Fall die Apoapsis noch ein bisschen höher drücken müssen, damit wir einen guten Steigwinkel haben. Denn ich werde viel davon rumdrücken müssen, so weit von Norden aus, wie ich gestartet bin. Mal gucken, wie gut ich das hinbekomme. Ich will mich nämlich nicht komplett nach Süden rausdrücken. Es wäre okay, wenn wir in die Richtung so ein bisschen schräg rausgehen. Das wäre für mich tatsächlich sehr in Ordnung. So, ich glaube, wir haben jetzt einen relativ guten Winkel, um da zwischen Australien und Dings rauszugehen. Das heißt, ich ziehe das Orbital-Heading jetzt gerade. Moritz P., vielen lieben Dank für dein Follow. Ganz viel Spaß beim Zugucken. Und wir sind jetzt auf 146, 147, 48, 148 Grad Heading. Also die 150 waren tatsächlich nicht schlecht geschätzt. Und werden dann hier quasi an Australien vorbei quer über den Südpol gehen. Mal gucken.
Mal gucken. Wie ich da noch zurechtkomme, ich ignoriere die Funkverbindung einfach. Man könnte sie natürlich auch einfach ausschalten, glaube ich. Was weiß ich. So, zack, weg. Aber ist ja nicht so schön. So. Hui, ganz viele Striche. Gut, wir sind schön unterwegs, haben mittlerweile auch eine echt hübsche Apoapsis aufgebaut. Das gibt uns ein bisschen Puffer auf jeden Fall. Mal gucken. Mal gucken, was man daraus machen kann. Jetzt müssen wir halt noch ein bisschen schieben und Zeit gewinnen. Der halbe Weg nach Indien ist ja quasi schon geschafft. Wir sind schon echt ein Stück von Baikonur weggekommen. Wir haben noch 2 Minuten Zeit auf dieser Stage. In den 2 Minuten werden wir uns natürlich auch nochmal weiter bewegen. Wie stehen wir da im Vergleich zum kapitalistischen Klassenfeind? Weiß ich nicht. Cookie, wie stehe ich da im Vergleich zum kapitalistischen Klassenfeind? Ich glaube, ich bin ein knappes Jahr vor Cookie jetzt, zumindest in meinem ersten Anlauf, ob es dann funktioniert, eine Mondlandung an Crew zu machen. Was ist das bunte Knöpfchen links neben dem Nuffball? Das da. Achso, das ist nur hier, um die Leiste da zu konfigurieren. So, 2 Minuten 37, 2. Okay, wir bauen jetzt schon Dings auf. Dann können wir flach gehen. So. Also, ich konzentriere mich jetzt darauf, Geschwindigkeit zu machen. Weil die Apo mittlerweile hoch genug ist und wir noch genug Zeit haben. Jetzt will ich erstmal Strecke machen, bevor ich auf die dritte Stage gehe. Sieht ziemlich gut aus. Wir bewegen uns ziemlich schnell auf den Himalaya-Gebirgszug tatsächlich schon zu. Das müsste ja irgendwo hier so den Dreh sein. Also wir kommen sehr schnell raus. 4300, wir haben noch 1,6 in der Stage, 4, 5, 2, 5, 4, das könnte hinhauen, das könnte hinhauen. Mal gucken, also wie gesagt, das ist jetzt, das ist sicherlich weder ein amerikanisches noch ein sowjetisches Standardmanöver, was ich hier gerade fliege. Ich habe leider, also ich habe mir echt die Finger wund gesucht, ich habe damals zu den amerikanischen Manövern habe ich sehr viel gefunden, wie die Richtung Mond geflogen sind. Ich habe leider sehr wenig gefunden zu den sowjetischen Manövern. Wie die das von Baikonur aus gemacht haben. Einfach weil die Inklination echt beschissen ist, hat es mich mal interessiert. Aber ich habe da nicht wirklich viel zu finden können. Also nichts, was ich lesen konnte, sagen wir es mal so. Mal gucken. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich improvisiere mir jetzt einfach, wie gesagt, selber was. Okay. 367 Kilometer Apoapsis. Und unser Winkel wird zunehmend besser. Ja, wird spannend. Wird auf jeden Fall spannend. Wir haben dann, wie gesagt, nochmal knappe 4 Minuten gleich. Knappe 4 Minuten, die wir nochmal auf dem anderen Triebwerk fliegen können. Ja, damit muss ich jetzt dann so gut wie möglich, ich sag mal, improvisieren. Um eben unsere Apoapsis so weit rumzuzwingen, dass ich mich nicht zu weit vom Mond entferne, sondern tatsächlich... Ah, der Treffer, das könnte so vom Winkel her passen, tatsächlich. Mal schauen, mal schauen. Gut, also letzte Stage wird so ein bisschen der große Erfolgsfaktor oder der große Failfaktor. Wir werden sehen, in 4 Sekunden geht es rüber auf die dritte Stage und damit die vorletzte von der Triggerrakete. Und wir machen eine Zündung für unsere dritte Stage. Triebwerk ist sauber durchgezündet, sieht soweit okay aus. Wir sind jetzt unterwegs in Richtung Mond mit unserem... Welches Triebwerk fliegen wir eigentlich gerade? RD210, ne? Ich glaube ja. Genau, hat auch schon... 10.000 Data Units, also auch schon sehr verlässlich. Es hat einen Vorteil, wenn man den alten Rotz ewig lange fliegt. Mittlerweile funktioniert es halt halbwegs, ne? Gut, schauen wir mal. Wir sind sehr nah an der Orbitalgeschwindigkeit schon dran. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ungefähr
Ja, ich sag jetzt mal großzügig aufgerundet 2000 Delta V für den Orbit. Die werde ich so lange wie möglich jetzt horizontal brennen, einfach um noch Strecke zu machen. Weil mit jedem Meter, den ich jetzt noch schaffe, hier rüber zu kommen, also den ich näher an Indien ranfliege, sage ich jetzt mal, habe ich eine gute Chance, nachher die Apoapsis weiter rumzuzwingen und hier höher zu bekommen. Also ich werde auf jeden Fall, da bin ich mir schon mal ziemlich sicher, irgendwie nach Süden, also hier nach unten, Süden gibt es ja in der Form nicht, aber hier unter die Ekliptik kommen. Aber ich denke mal, mit jedem Meter, den ich noch weiterkomme, wird das besser. Und Cookie, bereite mal bitte einfach einen Link zu deinem YouTube-Kanal vor. Ich werde dir gleich ein Permit geben oder der Neo kann das einmal machen, damit du einen Link posten darfst und dich der Nightbot dafür nicht bestraft. Für alle von euch, die sich mal angucken wollen, wie sich die Amerikaner schlagen, der Cookie macht ja auch mal Livestreams mit den amerikanischen Raketen. Und da kann ich euch nur empfehlen, auch mal reinzugucken. Da seht ihr, wie es auf der Konkurrenzseite quasi läuft. Und die Aufzeichnungen sind auch immer verfügbar. Das heißt, ihr könnt euch auch die gesamte Geschichte angucken. So, und ich hau jetzt mal. Ah, da ist der Permit schon. Sehr schön, lieben, vielen lieben Dank, Neo. Und Cookie, fühl dich eingeladen, einen Link zu deinem YouTube-Kanal zu posten, damit sich interessierte Zuschauer dort die Amerikaner angucken können. So, wir bauen jetzt so massiv schon auf, dass ich jetzt mal beginne, das Ganze rumzuzwingen. So, damit haben wir nur eine ganz leichte Sinkrate auf der Apoapsis. Gut, ich will noch nicht zu sehr runter. Ja, wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, guckt mal vorbei, was Cookie da so treibt. Lasst ihm vielleicht auch mal ein kleines Abo da, ne? Und schaut euch einfach mal an, was der gute Mann dort so zu bieten hat an Raumfahrtdingen. So ist es relativ stabil. Das heißt, wir können minus 10 Grad gehen. Okay, wir sind kurz davor, den Orbit zu schaffen. Ich bewege mich jetzt gerade auf meiner Flugbahn nach Nordindien rein. So, Rakete sieht soweit okay aus. Ja, jetzt wird es spannend, wie gesagt, den Orbit rumzuzwingen. Im Moment würde ich quasi so nach unten rausgehen und das will ich noch ein bisschen korrigiert wissen. Auf jeden Fall. Und ihr seht, die Apoapsis wandert jetzt und jetzt müssen wir halt mal gucken, dass das. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. So, die Peri ist jetzt bei 300 und ein bisschen. So, und jetzt kommt der lustige Part, wo ich beginne, das Manöver rumzuzwingen. Und ich muss halt jetzt nur aufpassen, dass ich mit der Periapsis. Ich habe einen gewissen Spielraum, der heißt Atmosphäre. Das heißt, ich muss jetzt hier ein Auge drauf behalten, dass ich die Periapsis nicht in die Atmosphäre reindrücke. Und mit jedem Meterchen, dass ich das weitermachen kann, seht ihr, wandert die Apoapsis hier drüben hoch mehr in die Inklination des Mondes rein. Und das ist jetzt quasi der Trick, den ich versuche. Deshalb habe ich die Apoapsis so hochgebrannt, um das Radial-In-Manöver so lange wie möglich dafür ausnutzen zu können. Ich habe noch eine knappe Minute Burntime. Also jetzt irgendwie im Idealfall schaffe ich es, das Manöver so zu fliegen, dass ich wirklich über der Atmosphäre lang schramme. Dann habe ich wahrscheinlich den idealen Winkel hinbekommen. Ob ich das so exakt hinbekomme, das weiß ich noch nicht. Das ist jetzt so ein bisschen Glücksspiel, dummerweise auch. Ja, Glücksspiel nicht, aber so ein bisschen. Ich habe halt nur den einen Versuch. Mal gucken, wie es funktioniert. Und auf jeden Fall mit jedem Meter, den wir uns weiter wegbewegen von der Erde, werden wir ein bisschen effizienter mit unserem Treibstoff arbeiten können. Das ist ja das Schöne daran. Gut, Spannung, Spiel und Spaß. Aber sie sehen aber ganz gut aus, ehrlich gesagt, was das angeht. Also ich kann echt noch, wenn ich gucke, wie viel Laufzeit ich noch habe und wie viel Höhe, ich kann hier echt noch Gas geben. Die APU steigt fröhlich in Richtung Mond. Hat die NASA schon mal versucht, mich anzuwerben? Nein. Ich glaube, die haben auch echt bessere Astrodynamiker als mich.
Das ist wahrscheinlich gerade so ziemlich das schlimmste Manöver, wahrscheinlich die schlechteste Idee, die man haben kann, um zum Mond zu fliegen. Da gibt es sicherlich sehr viel spannendere Möglichkeiten. Okay, jetzt heißt es ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht versaue. So, ich will nämlich nicht in die Atmosphäre eintreten. Das wäre echt peinlich. Ich will aber auch so lange wie möglich meinen Treibstoff nutzen, um noch. Okay. 155 Kilometer Periapsis. Jetzt gucken wir mal, wie gut oder schlecht es geworden ist. Es ist nicht ganz übel. Also es ist okay. Wir müssen jetzt, wie gesagt, hier natürlich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber dafür habe ich jetzt noch eine Transfer Stage in Anführungsstrichen. Ich guck mal kurz auf meine Delta V Map. Die hätte ich mir vielleicht auch mal vorher aufmachen sollen. Delta V Map. So. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird es tatsächlich spannend. Also, wir brauchen nämlich 680 Delta V, um uns in den Mondorbit dann nochmal einzufangen, in einen Low Orbit. Und, also, wir reden von Hohmann-Transfers. Alles, was ich jetzt tue, wird ein bisschen teurer sein, weil ich keinen Hohmann-Transfer fliege. Und wir brauchen 1730 für die Landung. Das ist quasi mit ordentlich Toleranzen die letzte Stage und das hier soll die Orbit-Einfangstage sein. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 2855 Delta V für Dinge zu tun. Der Transfer rüber zum Mond kostet eigentlich 3260 Delta V. Also hier oben sind Toleranzen drin, mal gucken. Aber ich habe auch schon ein Stück des Weges geschafft. So, meine Überlegung wäre jetzt zu sagen, wir versuchen mal. Oh, ich will halt schon ein Stück von der Erde weg sein. Nicht zu knapp, nicht zu früh, nicht zu spät. Gut, wir können ja ein bisschen Manöver nutzen hin und her schieben. Hallo, I said, add Manöver. Ach so, wisst ihr, was wir mal machen können vorher? Genau, wir verabschieden uns mal. So, SRS aus, Motoren aus und wir zünden schon mal die Abtrennung. So. Es sollte keine Ignition gegeben haben, genau. Und ich ziehe uns ein Stückchen weg von der. Achso, die sind natürlich alle abgeschaltet. Warte mal, sind das die richtigen vier? Ja. So, dann machen wir einmal die lustigen Navigationsdinger an da. Zack. Und ich ziehe uns ein Stück von der Stage weg, dass da keine Unfälle passieren. Stromtechnisch nicht ganz perfekt, aber ausreichend erstmal. Ich könnte ja eine gewisse Rotation erzeugen. Dann sollte sich das hoffentlich legen mit dem Strom, früher oder später. So, wir gucken kurz. Ich will nur kurz sehen, dass der stabil ist, strommäßig. Jawohl, jetzt hat er kurz geladen. Ja, das passt mir. Okay, jetzt wechseln wir zwischen Laden und Verbrauchen. Das ist okay für mich. Oh, jetzt laden wir sogar ganz ordentlich. Sehr gut. Okay, so bleiben wir stromtechnisch erstmal stabil. Gut, dann gehe ich mal in die Manöverplanung. Ich würde jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, ich muss hier irgendwo mal Gas geben. Ich muss nämlich auch ein bisschen nach oben kommen. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen früher. So, das sieht gar nicht so schlecht aus, aber ich muss ein. Ah, die ganzen Linien machen es wahrscheinlich langsam echt kaputt. Ich guck mal wirklich, ob man das nicht ausschalten kann. Guckt mal, wie übersichtlich. Kann ich es so machen, dass ich nur meins sehe? Nö. Ich mache das jetzt erstmal aus. Bisschen viele Striche. So. Der Mond ist noch gar nicht da, wenn ich da bin. Ja gut, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Aber es ist nicht schlecht. Oh, guck mal, das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Machen wir doch mal ein bisschen langsamer. Ah, habt ihr auch gesehen, was ich gesehen habe? Ein Moonflyby. Ah, gar nicht schlecht, ne? Geht, 1650 Lächerlich. Lächerlich. Lächerlich.
Lächerlich, sagte ich bereits. Lächerlich? Gut. Dann muss ich mir das jetzt noch ein bisschen zurecht editieren. Auf richtig cool, damit wir schön nah rankommen. Zack, zack. Focus View. So, da sind wir jetzt. Jetzt möchte ich das Ganze. Haben wir wieder überdimensioniert. Das nennt man Toleranzen-Yin. Das ist ja jetzt echte Raumfahrt. Hier ist das völlig legitim. Hier nennt man das Toleranzen. Nicht zu verwechseln mit tollen Ranzen. Die kriegen Schüler, wenn sie eingeschult werden. Oh, das war ein bisschen viel des Guten. Oh, das war auch schon ein bisschen viel des Guten. So. Shift-Time. Und zwar möchte ich gerne in 10 Sekunden Schritten früher oder später starten. Später wäre wahrscheinlich besser gewesen. Nein. Vielleicht möchte ich das doch in 1 Sekunden Schritten machen. Okay. Oh, direkt versaut. Okay, also die Stelle scheint zeitlich gar nicht schlecht zu sein. So kommen wir auch runter. Okay. Da kommen wir nicht in eine gute Richtung. Oh, oh. So, wartet mal. Obwohl, ich kann einfach, ich habe 5 Zündungen. Was tue ich hier eigentlich? Ich mache jetzt erstmal dieses Manöver. Und dann werde ich danach ein Korrekturmanöver machen, um das einfach reinzuziehen. Ja, der war tatsächlich ein bisschen flach. Um das einfach in unsere Flugrichtung zu ziehen. Okay, sehr schön. Das heißt, in 36 Minuten haben wir die große Freude, dieses Manöver durchführen zu können. Ich nehme jetzt mal einen kurzen Schluck. Den habe ich mir verdient. Also eine Stunde mit idealen Startvorbereitungen. Gut, wir haben nebenbei auch noch eine Rakete gebaut, das muss man der Fairness halber sagen. Das heißt, wir werden jetzt mal, ich denke mal so auf 5 Minuten an das Manöver randüdeln. Ungefähr. Ja, 13 Stunden Brennzeit wird jetzt nur angezeigt, weil ich keinen Antrieb gerade aktiv habe. Der kann den Antrieb nicht einschätzen. Also die Burntime wird mit 1649, ich denke, bei so ungefähr 2,5 bis 3 Minuten liegen. Gehe ich jetzt mal von aus. Das heißt, wir gehen jetzt 5 Minuten vor das Manöver. Ich mache die ganzen Orbitalvorbereitungen, dass wir ausgerichtet sind und so weiter. Und dann gucken wir mal. Bisher geht's auch noch. Also ich habe noch keine Boil-off-Effects. Das heißt, wir sollten dann auch sehr schnell gucken, dass wir das zweite Korrekturmanöver machen, weil hier ist halt Liquid Oxygen drin. Das ist prinzipiell Kryogen. Früher oder später wird das hier losgehen, dass mir der Treibstoff verdampft. Bisher ist es noch okay. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Es gibt irgendwie so eine magische Grenze. Irgendwann beginnt es immer, Ärger zu machen. So, 5 Minuten. Gut. Ich mach mal RCS an. Schwupp. Und beginnen auch mal unsere Drehung ein bisschen zu, warte mal, neutralisieren, nicht zu beschleunigen. So. So, und wir drehen uns schon mal in Richtung Manöver. Und ehrlich gesagt, können wir auch die Drehung gleich wieder ein bisschen exploiten, um zu allergen. Da muss ich nicht so viel Allerg-Triebwerk-Treibstoff verwenden. Weil wenn wir uns schon mal drehen, klatscht ja auch der Treibstoff ganz gut hinten in den Tank rein. Ah, das sieht aber gut aus alles. Also, ich glaube. Ja, der Boil-off wird natürlich immer schneller, weil der Treibstoff immer wärmer wird und dann schneller verkocht. Also zumindest der gekühlte Teil des Treibstoffs, weil das Kerosin ist ja okay, aber das Liquid Oxygen kocht halt weg. Aber im Moment ist es noch okay. Ich habe leider noch keine kryogenischen Tanks. Ich glaube, die sind bei, korrigier mich, Cookie, du bist schon ein bisschen weiter im Forschungsbaum. Ich glaube, bei General Construction sind die mit dabei. So drehe ich mich jetzt. Zack, und dann drehen wir so. Dann machen wir jetzt eine Umdrehung. Fertig. Da kriegt man dann das erste Mal kryogene Tanks, die das ein bisschen länger halten. Die funktionieren auch nicht perfekt, aber die halten den Treibstoff zumindest ein bisschen länger. Deshalb aber auch in den Oberstufen hier diese kleinen Nupsi-Triebwerke mit UDMH und NTO, weil das kein. Der wird quasi bei Zimmertemperatur gelagert. Der wird nicht kryogen rumgedüdelt. Dafür ist es halt giftig wie die Hölle. Irgendwas ist ja immer.
So, wir wollen Node-Ausrichtung haben. Sobald das hier losgeht. Dum, 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 dum. War nicht General Construction, na gut, dann irgendeine andere Construction. Aber ich glaube, irgendwo da kommt das dann. Also ich habe sie halt noch nicht. Also ich kann jetzt im Moment zum Beispiel, könnte ich mit dem Tank jetzt nicht rüberfliegen zum Mond, weil wenn ich da irgendwie in 6, 7, nee, weiß ich nicht, 3, 4 Tagen, ich weiß es nicht, muss ich gleich mal nachgucken, da bin, habe ich nicht mehr allzu viel Liquid Oxygen, weil mir das einfach komplett weggekocht ist. So, wir machen jetzt gleich eine Zündung. 3 Minuten 9, das kommt meiner Schätzung dann relativ gut entgegen. Also wir haben dann ungefähr 3 Minuten Burntime und ich denke, die werden wir relativ exakt aufbrauchen. Um und bei. Und ich sag mal, Feuer frei. So, der zieht sich aufs Manöver dank MechChap. Sehr schön, wir sind unterwegs. Jetzt gerade stromtechnisch ein bisschen im negativen Bereich, weil wir uns selber die Sonne nehmen und nur auf einem Panel arbeiten. Das andere dürfte geblockt sein. Ja. Aber das ist nicht so wild. Sehr schön. So, Estimated Burntime, wie gesagt, seht ihr jetzt auch, 3 Minuten irgendwas. Das wird sich noch ein bisschen runterrechnen, weil halt hinten raus die Beschleunigung größer wird. Aber ich glaube, wir sind relativ exakt auf dem Manöver drauf. Gut, wir müssen jetzt hier auch nur einen Näherungswert hinkriegen, weil wir werden dann nochmal eine Zündung in, weiß ich nicht, eine Stunde oder sowas vorbereiten. Weil wir ja jetzt rausfliegen und dann werden wir in der Zündung quasi in, ja, ich tendiere gerade dazu, mit den Treibstoffreserven, die wir noch haben, Äquatorialorbit draus zu machen. Das müsste ganz gut hinhauen. Es soll zumindest kein Ding der Unmöglichkeit sein. Genau, also ihr müsst am Anfang aufpassen. Später natürlich auch. Also die kryogenen Tanks sind jetzt kein Wunderwerk oder sowas. Die verzögern das Verkochen ein wenig. Sie heben es aber nicht auf. Deshalb fliegt in den Oberstufen oder wenn ihr Sonden habt, die lange unterwegs sein sollen. Fliegt Hydrazin. So witzig es klingt, also, oder Hydrazinartige Dinge, die halt einfach nicht, also wenn da irgendwo Liquid davor steht, also LQD ist immer ein guter Hinweis, die sind nicht von alleine flüssig. Die sind flüssig, weil sie massiv runtergekühlt worden sind und die werden irgendwann warm. Und das wird sehr realistisch, Real Solar System, simuliert. Das kocht euch weg, das Zeug. Da habt ihr nichts von. Da habt ihr dann 5000 Delta V, dann Zeitraffert ihr dahin und habt dann, wenn es richtig scheiße läuft, 0 Delta V. Deshalb immer gucken, dass ihr solche Treibstoffarten verwendet. So, wie ihr seht, geht's langsam aber stetig vorwärts. Ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen Bums dahinter. Das sieht am Anfang immer so schlecht aus vom Manöver her. So, aber da kommt er jetzt. Jetzt kommt er langsam, aber gewaltig, ne? Sehr schön. Das sieht aber wirklich so aus, als ob wir unseren Moonflyby oder Mondflyby schon mal hinbekommen. Jetzt, warum sage ich hier Moon? Bei KSP sage ich immer Mond und hier sage ich immer Moon. Mühn. Einigen wir uns auf Mühn. Da kommt er. Da kommt er. So. Wie gesagt, also wir können uns auch kleine Fehlertoleranzen erlauben. Wir haben das Triebwerk jetzt einmal gezündet. Das hat noch 4 Zündungen drin, mit denen wir noch korrigieren können. Wie gesagt, ich würde noch gerne eine zum Ranziehen nehmen und dann können wir mal gucken, falls dann noch Treibstoff übrig ist, können wir beginnen, damit sogar schon zu bremsen. Und ja, das Streamgetränk ist Kaffee, denn es ist nachmittags und ich bin kein Alkoholiker. Hab ja heute noch einen Abendstream. Ne? So, jetzt nicht die Stelle verpassen, wo ich ausmachen muss. Uah, seht ihr? Knapp verpasst. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil der hinten raus so übel Gas gibt. So ist aber nicht so wild. Jetzt können wir nämlich mal gucken, dass wir jetzt ein Korrekturmanöver planen. In ein paar Minütchen. So, wir kommen auf jeden Fall schön. Also die Idee auf jeden Fall mit dem Polar Orbit hat relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Die war sogar erschreckend. Also ich hätte mit deutlich mehr Verschnitt an Treibstoff gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Die war sogar erschreckend effizient. So, Add-Manöver. Wir sind Dorsel. Wir fliegen dort rein vorbei. Dann würde das jetzt heißen, Manöver-Node-Editor, dass wir erstmal ein bisschen mit der
Inklination runtergehen. Oh, das ist doch relativ teuer, der Spaß. So, und dann ein Radial In? Ne, kein Radial In. Was ist hier los? Da kommt er, okay. Ich nehme den hier noch mal komplett raus. So. Radial out, das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber gut, ich komme irgendwie in so einem ganz komischen Winkel geflogen. Zack. Gut, aber es hält sich bisher alles noch in Grenzen. Müsste ich heute nicht die ganze Zeit versuchen, mit sächsischem Akzent zu reden? Oder machen wir das nur so im Chat? Muss ich nicht. Ich bin ja tatsächlich im Osten geboren und aufgewachsen, aber der Osten ist ja etwas größer als Sachsen. Und ich kann tatsächlich mit gutem Gewissen sagen, dass ich das zwar nachäffen kann, aber sächsisch selber tatsächlich gar nicht kann. Nicht besser als jeder andere, der nie in Sachsen gewohnt hat. Genau, Tag der Deutschen Einheit. Ich hoffe, ihr feiert heute alles schön. Denn ohne die Deutsche Einheit könnte ich heute keine KSP-Videos machen. Unter der Annahme, dass KSP ja im Westblock entwickelt worden ist. Und ihr müsstet heute irgendwas Langweiliges bei YouTube gucken oder so. Oder mit eurer Familie irgendwas unternehmen. Irgend sowas Komisches. Auf jeden Fall. So. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger werden. Ja, 4, das stimmt, auch in Sachsen redet nicht jeder mit so einem schlimmen Akzent. So. Und selbst wenn, macht es sie immer noch nicht zu schlechten Menschen. Das gibt nämlich außerhalb von Sachsen auch durchaus viele andere deutsche Akzente, nur um das mal erwähnt zu haben, die echt auch fies zu verstehen sind. Ne? Also, ich sag da jetzt mal sowas wie Oberbayern oder fieses, also ganz tief fieses Schwäbisch ist auch nicht schön zu verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, zwei und ein bisschen. Wie gesagt, ich versuch's mal so grob auf dem Äquatorialorbit zu halten. Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, weil ich vom Winkel her einfach falsch reinkomme. Also ich glaube, mit Akzenten brauchen wir uns alle nicht. Da brauchen wir uns alle nicht gegenseitig. Auch, was heißt denn da Vorsicht, Neo? Also alles gut. Ich habe schon in so vielen Ecken von Deutschland gewohnt. Ich finde das okay, dass es verschiedene Akzente gibt. Es wäre doch langweilig, wenn wir alle gleich sprechen würden. Und solange man sich irgendwie noch verständigen kann am Ende des Tages, solange es dann wenigstens in der Schriftsprache reicht, ist doch alles super. Und genau so sollte man dann auch so einen Tag der deutschen Einheit begehen. So, ich glaube, so sieht es gar nicht schlecht aus. Jawohl. Gut, ich glaube, so nehmen wir das Manöver. 14 Minuten, dann hätte ich mal gesagt, wir lassen uns mal noch ein Stück treiben. Die Zündung wird relativ kurz werden. Ich bringe uns dann gleich wieder in eine saubere Rotation. Und zwar jetzt so den Dreh, damit unser Triebwerk vorgealetscht ist. So, das sollte gleich stable werden. RCS kann schon mal aus. Auf neue Node einloggen. Gut. Ach, die Bayern versteht man auch. Ich habe auch mal ein paar Jahre in München gelebt. Das geht alles. Aber ja, da gibt es natürlich auch Dörfer, da ist das nochmal ein bisschen anders. Aber wenn man sich Mühe gibt, kriegt man das hin. Das ist immer eine Frage des Wollens. Wenn dann mal einer so richtig ostfriesisch oder so oder nordfriesisch redet, da wird es dann echt schwer. Das hat nämlich, glaube ich, mit Deutsch weniger zu tun als irgendwie mit Niederländisch oder irgendwie sowas. Das ist echt schwierig. Aber ist auch eine witzige Sprache, trotz allem. So, wir drehen uns, drehen uns, drehen uns. Unser Propellant ist stable mittlerweile. Ich glaube fast, wir werden noch eine zweite Runde einlegen müssen. Mal gucken. Du, 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 du. Nee, das sieht gar nicht schlecht aus vom Zeitlichen.
Das sieht gar nicht schlecht aus. Wir haben noch 1228 Delta V. Das heißt, ich bin mal ganz zuversichtlich, dass wir uns mit der Stage hier sogar in den Orbit reinbremsen können. Das würde uns natürlich gigantische Toleranzen bringen. Und dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen auf dem Weg zur Mondlandung, zur unbemannten Mondlandung. Ich sag's nochmal extra dazu, nicht, dass hier einer spektakulär denkt, da kommt gleich ein Körbel rausgesprungen. Es ist eine unbemannte Mondlandung. Und, wartet mal. Falscher Knopf. So. Das können wir mal nebenbei anmachen, wenn wir gleich am Mond sind. So, 2-1 Risiko. An damit. Manöver ist reingezogen. Und wir brennen, 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 brennen. Und aus. So, ich hoffe, das ist exakt genug geworden. Ja. Komm. Off. RCS an. Ich probiere jetzt den Rest mit Manövertriebwerken noch zu korrigieren, dass wir da wirklich unseren Orbit exakt haben. Kommt sie mal ein bisschen darüber. Sehr nett. Sehr schön. Okay, da haben wir noch 1108 Delta V in der jetzigen Stage drin. So, ich hänge jetzt gerade auf der H-Taste und mache das hier mit den Manöverdüsen fertig. Sehr schön. Sehr schön. So, ich denke mal, wir gehen so auf 500 Kilometer würde ich runtergehen. So, 496. Check. RCS aus, das da aus. Friede, Freude, Eierkuchen. So, der Kommunist Sat kreist auch fröhlich um den Mond. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So, wie lange brauchen wir dahin? 5 Tage, 17 Stunden. Können wir in der Zeit irgendwas Witziges machen? Baut irgendwas? Also, der Kram baut. In der Fab ist auch die Voskhod mit drin. Das heißt, wir sind eigentlich beschäftigt. Das heißt aber auch, wir können uns tatsächlich. Und jetzt müssten wir Boil-Off-Effekte kriegen. Schauen wir mal, wie viel Delta wir verlieren tatsächlich. Das Ding rotiert hier so ein bisschen fröhlich vor sich hin. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Manchmal macht der Zeitraffer halt komische Sachen. Ich versuche mal, dass wir unseren Kamerafokus dahin zurückbekommen. Bekommen wir aber nicht. Na gut. Ja, ich passe jetzt ein bisschen auf mit dem Zeitraffer, dass uns nicht irgendwie der Strom komplett abhanden kommt. Und wie gesagt, wir müssten hier jeden Moment sehen, dass Treibstoff beginnt zu verschwinden. Wir können auch mal gucken, 1109. Mal gucken, wann die Boil-Off-Effekte losgehen oder stark genug werden, dass wir tatsächlich was verlieren. Man sieht, dass hier nicht 0 steht. Hier steht 0,00. Das heißt, es gibt irgendeine Form von Verbrauch. Der ist aber momentan noch so super niedrig, dass es scheinbar keinen stört. Jetzt passiert was. Liquid Oxygen verkocht. Seht ihr das? Wir hatten jetzt eben in dem Zeitraffer hatten wir 0,01 und das wird halt immer schneller. So, Gravity Scan können wir schon mal nach Hause schicken. Schwupp. So. Es gibt auch noch mal ein paar Forschungspunkte. So, dann weiter geht's im frohen Reigen. Also da seht ihr es auch wieder, sobald ich auf 10.000 Zeitraffer gehe, gibt's Abzüge. Aber wir nehmen jetzt trotzdem, also ich lasse jetzt auch Science Here and Now ab jetzt an, damit wir alles an Wissenschaftspunkten mitnehmen können, was irgendwie geht. So, jetzt können wir hier langsam mal wieder anschalten. So, wir haben noch Verbindung. Wir haben noch eine Verbindung. Gut, langsam wieder in den Zeitraffer rein.
Da gibt es nochmal einen Gravity Scan. Ja, schön. Gravity Scan ist auf jeden Fall eine lecker Sache. Das passt mir ganz gut in den Kram, da noch so ein bisschen Science abzudüdeln. Und ich hoffe ja natürlich, dass es auch nochmal so eine Mondlandung ein bisschen Science bringt. Ich habe keine Ahnung, wie viel die Geräte da unten auf dem Boden abwerfen, aber das werden wir dann sehen. So, Boil-Off-Effekt. Wie gesagt, bisher hat es uns noch nicht einen Punkt Liquid Oxygen gekostet. Bisher. Aber es steigt bisher auch noch nicht. Also noch sind die Boil-Off-Effekte minimal. Wir sind aber auch erst knapp einen Tag oder anderthalb unterwegs. Ah, noch 4 Tage. Das heißt, wir haben noch ganz schön viel Reise vor uns. Also noch scheint die Isolierung von unserem Tüdeltank zu halten. Yo, Delete on Close. Das Launchpad ist wieder fit. Das freut uns natürlich alle sehr. So, kann ich jetzt mal hier umschalten? Ne. Will er einfach nicht. Na gut. Dann ist mir das auch egal. So. Titititit. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Unser Manöver wird wahrscheinlich auf der Erd gewandten Seite des Mondes stattfinden, habe ich so das Gefühl. Nee, ein KSP-Tutorial kommt nicht. Die ersten 4 hatte ich fertig gemacht. Also jetzt mal gucken. Die nächsten muss ich dann mal in Ruhe machen. Irgendwie nächstes Wochenende oder so. Also es ist jetzt erstmal bis zum Moonflyby alles erklärt. Und oh, das wird knapp. Der Funkverbindung. Das wird knapp. Und die nächsten Tutorials kommen dann demnächst, TM. Also die Serie wird weitergehen. Ich kann jetzt nur noch nicht versprechen, wann genau die Videos rauskommen. Aber ich denke mal, wenn man erstmal bis zum Moonflyby kommt, ab da kann man schon relativ viel machen und erstmal Science sammeln und sich ein bisschen beschäftigen. Da geht doch einiges. So. Sehr schön. Hat auch dein Free Return sauber funktioniert, Moritz, und dein Wiedereintritt? Ist ja immer schön, auch mal von Leuten zu hören, die sich die Tutorials antun und das tatsächlich ausprobieren und so nachspielen, ob es denn dann auch alles so funktioniert, was ich erzähle. Oder ob das dann vielleicht gar keine gute Idee war. So, jetzt haben wir übrigens hier, guck mal, wir haben den ersten Punkt Liquid Oxygen verloren und damit auch gleich einen Delta V. Es geht jetzt langsam los mit den Verlusten und wir sind jetzt 3 Tage knapp unterwegs. Also könnt ihr euch mal merken, so nach 3 Tagen scheinen die Boil-Off-Effekte tatsächlich zu Beginn Treibstoff zu konsumieren und ich bin jetzt mal gespannt, ob sich das beschleunigt, also ob es für uns noch relevant ist, ob sich das beschleunigt. Bisher sieht es aber ganz entspannt aus. So, jetzt kommt gleich der Wechsel in die Sphere of Influence des Mondes. Dann kann ich noch mal kontrollieren, wo unser Peri liegt. Ah, das wird knapp, ne? Mit Funkverbindung und so. Das ist Service Module jetzt. Das ist Service Module. Ich benutze in den Upper Stages immer Service Module, weil gefühlt hält es ein bisschen länger als der Default Tank bei kryogenen Treibstoffen. Und ich weiß ja, dass meine Upper Stages eine Weile unterwegs sind. Deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig. So. Zack. Willkommen beim Mond. Und jetzt kontrolliere ich nochmal, wie unsere Periapsis ausgerichtet ist. Nee. Nee. Okay, aber die ist relativ hoch. Wir machen das Manöver dann einfach, wenn wir aus dem Mondschatten wieder rauskommen. Zack. So sollte das passen. Genau, ich kann durch mein Manöver auf die Erde gucken. Das heißt, ich werde Funkkontakt haben. So, und dann bremsen wir uns hier mal in die Mondumlaufbahn an. Ist jetzt nicht ganz sauber, aber es ist ja auch nur. Ich mache es ja jetzt gerade mit Überschusstreibstoff. Deshalb werde ich mich jetzt einfach nicht beschweren. Und dann gehen wir mal mit der Periapsis bei den Bremsen schon mal so auf. Weiß ich nicht. Auf was geht man da so runter, wenn man zu einer Landung ansetzt? 200? 150? 100? Ich gehe mal auf 100 runter. So, 100 Kilometer fürs Erste.
Das Ganze findet in 16 Stunden statt. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Gut, ich würde sagen, Zeitraffer an und wir lassen die Probe erstmal noch laufen. Im Moment sieht es ja ganz gut aus. Und auch unser Liquid Oxygen hält bisher ganz gut durch. Muss ich sagen. Also wir sind jetzt gleich 5 Tage unterwegs und die Boil-Off-Effekte haben sich noch nicht merklich verstärkt in unserem Service-Dingsbums. So, wir werden gleich die Funkverbindung verlieren. Ich mache mal sicherheitshalber alles off, aber ich mache RCS jetzt an. Wenn ich die Taste getroffen hätte. Hat das jetzt einfach aus Spaß nicht genommen, oder? Nö, wollte er nicht. RCS. Dude. Ist denn jetzt gerade los? Irgendwie. Irgendwas ist gerade komisch. Er nimmt meine Tastaturbefehle nicht an. Aber gar nicht. Als ob meine Tastatur ausgefallen wäre. Ich muss mal kurz gucken. Nee, im Chat kann ich tippen. Ich gehe mal ganz kurz zum Space Center. Irgendwas stimmt gerade nicht wirklich. Weil ich habe auch eine Funkverbindung. Ach so, ich bin noch im Time Warp. Das kann natürlich sein. Ja, das ist. Wenn ich noch eine Stufe Time Warp drin hatte, dann ist es natürlich auch erklärt, warum der keine Tastaturbefehle nimmt. Oder generell keine Befehle. Shit happens. Aber so kriegen wir den Fokus auch auf die Probe zurück. Schadet gar nicht. Nee, die Batterien sind nicht alle. Die sind voll. Die sind voll. Die Solarpanels liefen ja die ganze Zeit. So, Freunde. Und jetzt kommt der spannende Teil, glaube ich, des ersten Livestreams heute. Obwohl. Die bemannte Eva wird sicherlich auch nochmal spannend, aber ja, der spannende Teil der Luna 1 Mission. Wird die Landung funktionieren? Wir gehen jetzt quasi in den Orbit rein, werden uns dann aus einem niedrigen Orbit, den wir hoffentlich sogar noch. Also, das ist jetzt alles schon Bonus, dass ich mit der Stage noch fliegen kann. Werden uns dann in einen halbwegs zirkularen niedrigen Orbit runterarbeiten. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Science mitnehmen können. Und dann. So, Sekunde Verzögerung. Da ging RCS noch an und dann habe ich auch direkt die direkt die Funkverbindung verloren. Das nenne ich mal Timing. Also ich habe tatsächlich noch als letzten Befehl mein RCS anschalten können und in dem Moment, wo die Lampe anging, ging die Lampe aus. Sehr schön. Das heißt, ich hätte sogar Kontrolle jetzt dahinter Mond durch MechJab, aber brauchen wir eigentlich gar nicht. So. Es war früher mal Backspace, soweit ich weiß, aber es funktioniert nicht mehr. Links neben Backspace, die Backticks. Aha. Na gut, wir sind jetzt aber vom Fokus her auf der Probe. Ich werde das mit dem Fokus zurücksetzen mal ausprobieren beim nächsten Anlauf. Das wird uns sicherlich früher oder später noch blühen. So. Jetzt müssten wir hoffentlich gleich. Ah, guck mal, wir hätten sogar fast. Mal gucken, ob wir auf der Periapsis. Ah, ich glaube, wir könnten über die Satelliten tatsächlich sogar auf der Peri schon bremsen. Ich überlege gerade, ob ich es mache. Ich glaube, ich ziehe die rüber. Ist einfach ein bisschen effizienter. Schmupp. So. Dann gehen wir hier schon mal auf 100 runter. Ach, was soll der Geiz? Kann bestimmt auch super aus 70 Kilometer Höhe gucken, oder? Ist da irgendeine Erhebung oder so, die so schlimm wäre? Nö, ne? Nö. Sieht alles gut aus. 70 Kilometer klingt doch total gut. Dann haben wir 864 weg. Die Amis haben ihre Landung zwischen 20 und 50 Kilometer gemacht. Ja gut, ich bin Russe, ich bin da natürlich sehr viel vorsichtiger. Keiner glaubt dir. So, das Ganze wird uns circa eine Minute Brennzeit kosten. Das heißt, ich fange jetzt mal an, meine Rotation aufzubauen.
um meinen Treibstoff zu stabilisieren und natürlich auf das Manöver auszurichten. So. Und ich müsste hoffentlich jeden Moment Funkkontakt bekommen. Komm schon, nix very unstable. Ist unstable. Ich werde aber noch ein bisschen weiter rotieren. Ich gebe mal ein bisschen Gas mit der Rotation, damit wir die Rotation schnell hinbekommen. So. Ich brauche noch Zeit. Ich brauche noch Zeit. So. Ich brauche noch Zeit. Aber wie gesagt, ich werde nicht ganz. Ja, ich denke mal so um und bei eine Minute brennen. Wieso kann ich ohne Funkkontakt rotieren? Das ist in der Kombination MechJab-Modul mit Remote Tech. Du kannst keine Kommandos rübersenden. Also ich kann jetzt nicht SAS ausschalten, anschalten, RCS aus- und anschalten. Keine Dinge ausfahren oder sonst irgendwas. Aber ich kann Steuerungsbefehle quasi wie ein Flight Computer agieren am Ende des Tages. Ja, ist ein bisschen grenzwertig, finde ich, aber man kann es benutzen und warum nicht? Warum nicht? Hat sich so ergeben, weil MechJab halt bei RSS mit dabei ist. So, eine Rotation nehme ich noch. Dann sind wir ein bisschen unter der Minute drunter. Und wie gesagt, es müsste jetzt auch jeden Moment soweit sein. Die ersten Satelliten tauchen bald hinterm Horizont auf. Gleich ist es soweit. Okay. Das ist jetzt natürlich doof. Ich kann RCS nicht ausschalten. Also für die Zündung ist das ein bisschen doof. Jetzt, okay. RCS aus. Node fixieren an. Also ich habe jetzt wieder Funkverbindung, deshalb klappt das jetzt. So, und wir bereiten die dritte Zündung unseres Triebwerks vor, von fünfen, die wir haben, um uns in den Mondorbit reinzubrennen. Da hinten seht ihr so ganz leicht gegen die Sonne die Erde aufgehen. So, und damit sollten wir einen Orbit haben. Jawohl. Und der wird jetzt schön runtergezogen. Auf eine verträgliche Höhe von um und bei 70 Kilometer. Da können wir dann schon mal ein bisschen gucken. Wow. Aber wir könnten natürlich auch hier in diese lunaren Becken eintreten. Das gucke ich mir gleich mal an, ob wir das nicht als Korrektur von hier aus machen. Landeseiten erkunden. Landing Sites erkunden. So, da kommt die Piri rum. Und wir machen aus. So, 0,5 Meter pro Sekunde exakt. Das ist gar nicht so schlecht gewesen. Gut, und ich würde sagen, wir drehen jetzt eine Runde ehrenhalber um den Mond rum. Und dann würde ich mal gucken. Also, wir haben echt. Also, es hat alles. Ich habe es gar nicht so exakt geplant, aber es hat auch richtig gut geklappt. Es scheint fast Vollmond zu sein von der Erde aus. Wir haben also ein riesiges Feld an Möglichkeiten. Ich hätte gesagt, wir gehen hier in irgendeinen dieser lunaren Seen rein. Hier sieht es auch schön glatt aus. Weil ich glaube, dass da der Untergrund ganz gut sein könnte. Und das sind ja, glaube ich, auch die bevorzugten Landesites von Apollo gewesen. Ich muss mal gucken. Apollo Landing Site. So. Apollo Landing Sites. Ich prüfe. Ich prüfe. Gebt mir einen kurzen Moment. Ich gebe euch das Bild auch gleich, wenn ich was Sinnvolles gefunden habe. Ach so, das sind sie, glaube ich, oder? Sekunde. Ich hab's fast. Ich glaube, hier könnt ihr euch das angucken.
Die sind tatsächlich in die Krater reingeeiert. Mäh. Okay, und das wäre quasi zur Orientierung. Ich habe euch ja da gerade was verlinkt. Das müsste der Kopernikus-Krater sein. Das hier der Ptolemäus. Das der Theophilus. Das müsste Archimedes sein. Und das der Posidonius. So, jetzt ist die Frage, wo genau ist Apollo 11 runtergegangen? Apollo 11 ist auf Theophilus runtergegangen. Scheinbar. Sieht ziemlich nach Theophilus aus. Ne, ist ein bisschen höher, oder? Okay. Apollo 11 ist, ich zeige euch das jetzt mal im Spiel, so ungefähr hier so runtergegangen. Das heißt, ich würde das Gebiet, glaube ich, auch mal anpeilen, dass wir uns das mal angucken für eine Landeszeit. Ja, aber wenn Apollo da runtergegangen ist, war das ja ein gutes Gebiet. Oder ich gehe in eins dieser Mare rüber. Also ich würde auf jeden Fall keinen Krater anfliegen für meinen ersten Versuch. Ich bin nicht komplett lebensmüde. Ich bin froh, wenn das überhaupt halbwegs klappt. Also, jetzt die Frage. Das könnt ihr jetzt mal im Chat mitvoten. Dafür seid ihr ja hier. Also, wir können entweder sagen, wir gehen in diese Region in die Mare rein, so wie die Amerikaner gelandet sind später mal, oder wie die Amerikaner landen werden wollen. Oder, das wäre die A-Variante, wie amerikanisch, oder wir machen die Sowjet-Variante, also S wie Sowjet, und landen hier drüben natürlich in unseren ganz eigenen Maren, weil wir mit den Amerikanern gar nichts zu tun haben wollen und weil es total witzig ist, zwischen zwei riesigen Kratereinschlägen zu landen. Also, wir haben die A-Variante, um einfach den Amis Konkurrenz an ihren eigenen Landing-Sites zu machen, oder die S-Variante für Sowjet Way of Life. Wir gehen hier rüber und gucken uns Stellen vom Mond an, die noch nie ein Mensch zuvor betreten hat. Das ist auch nicht ganz korrekt, da sind sie später hingeflogen, aber hahaha, erst mit Apollo 12 und 14. So. Gut, okay, wir gehen also. Ich sehe es schon, ja, Sowjet, alles klar, habe ich so verstanden. Wird auch so umgesetzt. Dann müssten wir mal hier so eine Kurskorrektur einplanen. Ich mache jetzt mal ein ganz bisschen Zeitraffer rein, damit wir ein bisschen vorwärts kommen, weil ich würde gerne natürlich die Kurskorrektur machen, wenn ich auch wieder Empfang habe. Zack, so, da sollten wir sauberen Erdkontakt haben. Das sieht gut aus. Also Funkkontakt mit der Erde, nicht Erdkontakt im Sinne von eingeschlagen. So, und jetzt ziehen wir mal unser Manöver hoch. Mal gucken, wie viel uns das kostet. Wir haben noch 245 hier in der Stage drin. Aber wir haben auch noch ordentlich Saft in der nächsten Stage, nämlich 1413. Und die war geplant, uns zu orbiten. Das heißt, wir können damit jetzt massig Kurskorrekturen durchziehen. So, und dann würde ich das nämlich schon mal so machen, dass wir so anpeilen. Höher noch. Na komm. Bissle noch. So. Oh, das war ein bisschen viel. So, ich würde dann nämlich gucken, dass wir hier anpeilen. Sieht eigentlich auch ganz schick aus da hinten, ne? Ist auch ein riesiger Krater, würde ich sagen. Also, wir können dann entweder tatsächlich diesen Krater anfliegen oder wir holen hier uns dieses Mare. Ich tendiere tatsächlich gerade dazu, diesen Krater anzufliegen. Weil hier ist gar keine Apollo-Site. Also die, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal westlichste Apollo-Landesite, war dann ungefähr hier so. Mit Apollo 12. Da. Den Dreh. Und wir gehen dann einfach noch ein bisschen weiter nach Westen rüber. Okay. Das haben wir. Dann ist es in 2 Stunden soweit. Ich nehme jetzt den Orbit um den Mond in relativ niedriger Umlaufbahn nochmal mit. Einfach um zu gucken. Also wir gucken uns die Landesites an und wir gucken auch nochmal, ob es irgendwie schlicht und ergreifend Science-Möglichkeiten gibt, die man hier erledigen könnte. Und da seht ihr mal, wie groß der Mond wirklich ist. Mit dem Moon sieht das ja immer so putzig aus, wenn man unterwegs ist.
So, wir machen jetzt mal einen kleinen Überflug über den Mond und gucken uns unsere Landeshalb schon mal an. Da kommen wir nämlich relativ nah dran vorbei. Also dieser Krater dort oder dieses kleine Mare. Mal gucken, ob man es schon erkennen kann. Nee, noch. Ne? Ich glaube noch nicht. Das ist er noch nicht. Wir müssten jetzt gerade auf diesen Krater hier gucken. Ah, mal gucken, ob wir nicht zu flach sind und das überhaupt erkennen können. Mal schauen. Also von hier aus ausspioniert irgendwo da oben. Aber ich glaube, das können wir von hier gar nicht sehen. Oh, da sind auch irgendwie Berge oder so. Spannend, spannend, spannend. Ah, ich glaube, da sind wir ein bisschen zu flach für, um das erkennen zu können. Ich nehme mal an, dass diese Erhebungen da hinten irgendwie den Rand dieses Gebiets darstellen könnten. So, wir fliegen jetzt einmal über die Midlands rüber. Lowlands, Midlands, das variiert fröhlich vor sich hin. Wie gesagt, die Hoffnung ist natürlich gerade, dass ich noch ein bisschen Science abgrasen kann. Deshalb gönnt mir bitte diesen kleinen Überflug mit relativ niedrigem Zeitraffer. Zum einen sieht es natürlich toll aus, finde ich zumindest. Und zum anderen ist es halt einfach auch sinnvoll, die Science-Punkte mitzunehmen. So, jetzt rotieren wir hier mal ein bisschen schneller. So, jetzt geht es langsam auf die dunkle Seite. Oh, und da geht es auch schon los. Telemetrieanalyse können wir zumindest noch mitnehmen. Wenigstens das. Okay. Sehr schön. Haben sogar noch eine Funkverbindung, um es direkt rauszusenden. Guti. Mal gucken, ob da noch was kommt. Die Major Craters. Echt schick gemacht, muss ich sagen, die Texturen. Echt schick gemacht. So. Jetzt schleudert es uns hier nochmal einmal rum. In 54 Minuten ist unser Manöver fällig. So, mal gucken, ob da noch irgendwas Spannendes passiert. Wir gucken es uns aus dem Orbit an. Er bremst uns ja, wenn da irgendwas kommen sollte. Nö, da ist aber nicht besonders viel. Okay. Wir haben wieder eine Funkverbindung, das heißt, ich bereite jetzt mal das Manöver vor. Ich würde hier noch eine Kleinigkeit korrigieren. Das ist nämlich, glaube ich, keine gute Idee, weil ich vermute mal, was passieren würde, wenn ich. Wird wahrscheinlich nicht schlimm sein, aber uns vermutlich ins Trudeln bringen. Wenn ich den und den gleichzeitig zünde, dann werden wir wahrscheinlich uns hier lösen und uns das gleichzeitig wie so ein Speer hinten in die Sonde reinschießen, weil ich vermute, dass der Decoupler hier relativ viel Force hat. Das heißt, den werden wir jetzt einfach mal ganz geschickt nach oben ziehen. Der wird dann nämlich verschwinden, sobald wir ihn abgekoppelt haben. So. Und dann haben wir nämlich hier ein Decouple und diese vier Triebwerke. Das ist so auch korrekt und einwandfrei. Da ist auch Treibstoff drin. Gut. Rotation haben wir schon. Wir werden auch stable dadurch. Wir haben 35 Sekunden angezeigt. Das haut definitiv nicht hin, weil unser nächstes Triebwerk sehr viel längere Brennzeiten hat. Das heißt, wir gehen jetzt mal so. Ich nehme die Rotation noch mit und die darauf folgende Rotation wird unsere Zündung. Genau, also jetzt kommen wir nochmal rum und dann zünden wir. So. Bisschen noch. Da kommt er. So, wir bereiten 590 Delta V zum Einschwenken auf unsere Landeszeit vor. Wir loggen den Smart S auf den Node ein. Ich mache jetzt schon mal das Surface-Info-Fenster auf, einfach damit ich es nachher nicht vergesse. Und wir zünden unser Triebwerk. So, und da sollte dann gleich Friede, Freude, Eierkuchen sein. So, jetzt ist gleich Feierabend. Haben wir doch noch so viel Delta V in der Stage drin? Was ist hier los? Mit was brennt das? Ah nee, es ist tatsächlich so ein letzter Furz Treibstoff. Ich habe gerade gedacht so, hä? Wieso brennt das noch? Ist ja leer, aber. Ja, aber ich muss daran denken, dass ich Zeit verzogen habe. Hä, ist doch leer. War tatsächlich leer mit 2,2 Treibstoff. Habe ich ein wenig zu früh gedacht, es ist wirklich leer. Und oh Gott, diese Zeitverzögerung. Da muss ich echt dran denken beim Decoupeln. Das wird schwierig. So.
Frustfaktor bei RSS, ja und nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Belohnungsfaktor bei RSS, finde ich, ist halt sehr hoch, wenn es dann endlich mal klappt. So, Kaffee, check. Wenn es dann mal klappt, ist es halt relativ spannend. Gut, oder es ist sehr, sehr lohnend, sehr, wie soll ich das sagen? Ein sehr hohes Zufriedenheitsgefühl, könnte man vielleicht sagen. Was bringt eigentlich dieses React-Dingsbums? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Thomas, vielen lieben Dank fürs Abo. Der vierte Monat in Folge. Vier. Du hast nächsten Monat die Hand voll. Also im Sinne von 5 Monate meine ich damit. Vielen lieben Dank und viel Spaß weiter beim Zugucken. Ach so, ja, das ist einfach ein Reaction Overlay. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendwas toll findet mit so Smileys, dann könnt ihr quasi mit dem Overlay ein Smiley über den Stream fliegen lassen. Das hatte ich mal eingeschaltet und bisher hat sich keiner darüber beschwert, also habe ich gedacht, kann es ja mal anlassen. Yep. That's all the magic. Mehr tut das tatsächlich nicht. So. Okay. Okay. Wir nähern uns dem Ende des Manövers. Oh, es steht ein Update für meine Tastaturtreiber zur Verfügung. Diese Information wollte ich gerne mit euch teilen, denn Windows hat sich auch gerade entschieden, sie mit mir zu teilen. So. Mache ich jetzt mal nicht aus nachvollziehbaren Gründen. Ich brauche meine Tastatur gerade. Gut, wir sind im, ich sag mal, Landeanflug. Und hallo an den Nervenkobold. Yeah, so, wir sind unterwegs. Jetzt darf ich mich nur nicht verzocken mit den Bremsen. Ich habe nämlich doch einiges an Geschwindigkeit, die ich dann mal abbauen muss. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich hier so bin, oder hier so bin, das ist in 45 Minuten und das ist in 52 Minuten. Das sieht ja sinnvoll aus. Ich habe nämlich insgesamt eine Burntime von 6, 7 Minuten. Dann machen wir hier mal so in. Zack. Ich meine, das wird es ja auch ein bisschen verzögern. Schwupp. So, ich mache jetzt hier quasi so eine Art Bremsmanöver, mit dem ich beginne, meine Geschwindigkeit abzubauen. Bin nicht ganz sicher, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Ja, aber wir haben dann noch ein bisschen Zeit, das zu korrigieren. Ach, scheiß auf Manöver. Ich mache mir hier nur quasi einen Reminder rein. Manöver, zack. Damit ich weiß, wann es soweit ist. Und dann beginnen wir einfach zu bremsen und schauen mal, was passiert. So, ich hoffe, wie gesagt, ich verzock's jetzt nicht, weil im Prinzip haben wir eine sehr hohe Chance, eine saubere Mondlandung hinzubekommen. Uncrewed, zugegebenermaßen. Aber so, Höhe noch 35 Kilometer. So, wir kommen jetzt über das weiße Gebiet rein. Ist also noch ein bisschen Zeit. Jetzt wird's spannend, Freunde. So, jetzt schnallt euch ordentlich an, setzt euch einen Helm auf. Jetzt kommen hier die unangenehmen Sachen. In mare humorum, das wäre sehr witzig, wenn es tatsächlich so wäre. So, ich glaube, ich beginne jetzt schon mal zu bremsen. Ich mache es lieber jetzt. Ich habe ein bisschen Toleranz und gebe ein bisschen mehr Delta V nachher dafür aus. Nee, das war eine Scheißidee. Das hilft uns auch nicht. Zack. Zack. Off. Orbital.
Doch, es hilft uns tatsächlich. Warte mal. So, ich will Orbital Retro gehen. Und ein bisschen höher. So ungefähr. Und ich mache das heute übers SRS. Okay, schauen wir mal, ob ich das so hinbekomme. Das war eh nur ein Reminder. Jetzt müssen wir mal ganz genau beobachten, was hier passiert. Wir müssen ein bisschen höher. Jetzt ziehe ich den Kurs nämlich noch kürzer. Meer der Feuchtigkeit. Ich glaube, so feucht ist es da aber nicht. Okay, das sieht gar nicht schlecht aus. Ach, guck mal, wie viel Surface Speed wir wegzubleeden haben. Das ist echt bitter. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir so zeitig anfangen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, unseren Speed zu reduzieren. So, jetzt wandern wir ein bisschen stark nach hinten aus. Das heißt, wir können jetzt. Vertical Speed ist minus 84. Okay, wir haben vor allen Dingen Orbital Speed noch wegzubleeden. Okay. Meine erste Mondlandung. Ja, das ist tatsächlich meine erste Mondlandung. Also ich gebe es zu, ich habe das natürlich abseits des Streams ein, zwei Mal probiert, aber das ist meine erste scharfe, ich kann nicht reverten, safen, sonst irgendwas Mondlandung. Also so in RSS. Ja. Mal gucken. Ich habe es mal, oder was ich auch gesehen habe, noch ist Scott Manley hat das auch gemacht. Mal gucken. Mal gucken. Hallo auch am Putzbert und bitte sei freundlich. Ehrlich, Neo ist nicht zu Scherzen aufgelegt. Ist ein grausamer Moderator. Mit Feuer und Schwert wird er dich richten. Mache ich überhaupt einen Suicide Burn? Machst du es über einen Suicide Burn? Nein, ganz sicher mache ich das nicht über einen Suicide Burn, weil ich nicht muss. Ich habe so viel Reserven. Also, wenn ich mal gucke, ich habe Surface Speed von 1300. Ich habe noch ungefähr 3000 Delta V. Ich kann mir tatsächlich relativ viel Ineffizienz erlauben, was ich auch gerade tue. Ich sehe es gerade, die APU ist mittlerweile vor mir. Ich lasse mich jetzt mal ein bisschen. Ich schwebe mal so ein bisschen. Also, wir haben noch 12 Minuten da, noch 4, 5 Minuten Burntime. Das heißt, wir können ein bisschen näher ran. So. 8 Minuten noch. 8 Minuten 30 bis zum Impact. Sehe ich das hier nicht auch irgendwo? Das kann man doch bestimmt rein editieren. Custom Window Editor. Surface Info. Ich hätte gerne Surface. Gibt es doch bestimmt Time to Impact oder sowas. Gibt es offensichtlich nicht. Miss Angeles. Time to Impact. Time to Impact. Ha. 7 Minuten 37. Dum dum. Dum dum dum. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber ich würde sagen, wir machen mal die nächste Stufe von. Ja, obwohl, wir werden ja dann auch langsamer. Wir haben jetzt eine Thrust Weight von 257. Wir werden eine Thrust Weight von 561 haben. Das heißt, ich kann ziemlich hart bremsen. Oh, guck mal. Mit Funkrelay. Wie cool ist das denn? Der Kommunist Sat holt sich Funk bei uns. Wir sind ein echter Relay-Satellit. So, jetzt sollte ich langsam mal ein bisschen bremsen, würde ich sagen. Schauen wir mal. So, positionstechnisch bleiben wir relativ stabil. Sieht gar nicht so schlecht aus. 5 Minuten 20.
5 Minuten 18. Okay, wir scheinen relativ stabil von der Time to Impact zu bleiben. Also es gleicht sich jetzt gerade aus. So können wir dann schön runterbrennen. Das sieht ungefährlich aus jetzt für mich als Mondlandungshobbyist. Solange das so ist, ist es, glaube ich, gut. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht die Apoapsis über unseren Kopf drüber ziehen. Also, dass wir nicht wieder das Steigen anfangen, weil das ist dann schon ziemlich ineffizient. Wir haben jetzt noch eine Sinkgeschwindigkeit von 150 Meter pro Sekunde. Unser Hauptproblem ist tatsächlich ein sehr hoher Vertical Speed noch, aber den bremsen wir jetzt hauptsächlich raus. Ja, wir bleiben auch gut im Krater drin. Das sieht okay aus. Also, sieht okay aus. Sieht echt okay aus, mondlandungsmäßig. Spannend, spannend, spannend. Sehr, sehr spannend. So, wir haben noch 1100 Meter. Jetzt gehen wir auf 5 Minuten 13 zu. Das heißt, unsere Annäherung, also wir nähern uns jetzt zeitlich dem Impact an. Jetzt kommen wir auch ein bisschen tiefer in den Krater rein. Das heißt, ich würde mich jetzt mal ein bisschen mehr darauf konzentrieren, den Horizontal Speed rauszunehmen. Und dabei einfach den Vertical Speed nur noch ganz leicht abzusenken. Das scheint jetzt zu passen. Ob ich mich beeilen könnte, weil du aufs Örtchen musst? Nein, leider nicht. Ich kann das zeitraffern, wird dann aber ein relativ harter Aufschlag. Deshalb tut mir das sehr leid für dich, aber da musst du jetzt durch. Aber wenn du schnell bist, du hast noch ungefähr 4 Minuten. Dann erlebst du noch die Landung live. Da musst du dich jetzt aber sputen. So. Gut. Jetzt werden wir gleich auf die nächste Stage gehen und damit auf eine sehr viel höhere Thrust Weight. So, ich hoffe, die SEP funktioniert. Oh Gott. Oh. Diese Zeitverzögerung, ne? Okay. Da hätte ich auch mal vorher dran denken können. Aber naja, irgendwas ist ja immer. So, wow, 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 wow. Ich glaube, ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich hier nicht mich aus dem Krater rausbremse. Da geht ja jetzt einiges mit der Probe. Okay, ich glaube, da machen wir jetzt tatsächlich mal einen kurzen Schwung in Richtung auch die Apoapsis ranziehen, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Also ich ziehe jetzt unsere Sinkgeschwindigkeit mal ganz kurz auf 0 runter oder fast 0. Aber da geht jetzt einiges mit der Stage. Meine Fresse hat die Druck. Jetzt schon 6,25 Thrust Weight. Oh Gott. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine kurze Werbeunterbrechung. Ja, habe ich hier irgendwas Lustiges rumliegen, für das ich Werbung machen kann? Nee, nicht wirklich. Tut mir leid. Müsst ihr ohne Werbung leben. Oh, guck mal, da sind Schatten von meinen Trümmern. Die da irgendwo sein müssen. Also laut Schatten sind sie da. Puh, 4 Minuten bis zum Impact. Wir kommen jetzt in, wenn es so stimmt, in das Mare Humorum. Also das Meer der Feuchtigkeit herunter. Den Krater wollen wir auf jeden Fall nicht treffen. Der sieht nicht so gut aus. Und hier müsste sich jetzt gerade hinter diesem Weißen öffnet sich hier das Mare. Also das hier dürfte unser Zielgebiet sein. Und wir sind, glaube ich, momentan relativ zielsicher unterwegs auf irgendwie einen von diesen kleinen Nupsi-Kratern. Das sollten wir dann noch korrigieren. Sieht aber im Moment noch alles ganz vielversprechend aus. Unsere Sinkgeschwindigkeit ist bei knapp 100 Metern pro Sekunde. Wir haben noch eine Höhe von 72 Kilometern, also auch das ist okay.
können uns also im Moment erstmal ein wenig Ruhe gönnen und uns ein bisschen driften lassen, da die hohe Thrust Weight, die wir haben. Oh, die wird aber wahrscheinlich auch ein Problem werden bei der Landung. Ich befürchte, mit so einer hohen Thrust Weight wird die Dosierung bei der Landung nachher schwierig. Ich bereite das hier mal vor. Dann können wir nachher einfach zwei der Thruster abschalten. Sind die jetzt gegenüberliegend? Ja. So, dann landen wir halt auf zwei Triebwerken, weil wenn das so weitergeht, haben wir wahrscheinlich gleich eine 8er, 9er, 10er Thrust Weight. Und damit wird es ein bisschen schwierig, kann die ja nur full oder gar nicht trotteln. Das wird, glaube ich, ein bisschen knapp sonst. So, wir sind über die Grenze rüber. Ich würde sagen, ich bereite jetzt mal tatsächlich ein Landemanöver vor. Und zwar nehme ich jetzt erstmal ganz, ganz viel Horizontal raus. Da haben wir nämlich noch 600 Meter drauf. Und dann können wir hier irgendwo im Eingangsbereich dieses Mares landen. Ja, ich glaube, ACS ist ein bisschen zu wenig. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Können wir dann mal im Sinkflug ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass ACS genug Schub hat. Also nicht mit den kleinen Thrustern. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. So, ich versuche mal nebenbei trotzdem ein bisschen Vertical Speed rauszunehmen. Ja, so ist okay. Dass wir nicht zu schnell und zu senkrecht runterfallen. Sondern dass das schon noch irgendwie so eine, ich sag mal, halbballistische Trajectory bleibt. ...200 Meter pro Sekunde horizontal noch. Okay, das sieht aber ganz gut aus. Okay, jetzt kommen wir relativ steil runter. Das Landegebiet sieht okayisch aus. Ich weiß nicht, ein bisschen bunt sieht es aus, oder? So aus der Nähe. Naja, wir werden sehen. So. Gucken wir mal. Achso, mein Kaffee war ja alle. Das ist jetzt frustrierend. Gut. Gut. Funkverbindungsmäßig sollten wir ziemlich senkrecht. Ja, oh, das sieht richtig gut aus. Also sehr gute Funkabdeckung zur Erde. Da sollte uns nichts Schlimmes passieren. Irgendwie relayen wir auch noch immer zu dem blöden Satelliten scheinbar. Ja. Ah, der Kommunist satt überwacht uns. Gut, 2 Minuten 6. Ja, jetzt wird's spannend. Ich teste mal kurz, wie das mit RCS aussieht. Ja, also wir werden schneller trotz RCS. Also reicht nicht. Ich glaube, 238er Sinkgeschwindigkeit bei 34 Kilometern Höhe ist noch okay für mich. Ich will nicht zu zeitig anfangen. Ist ja eigentlich so eine Art Suicide. Na, ich spiele jetzt nicht mit Fenstern rum. Ich habe nur noch eine Minute irgendwas. Ich möchte nicht im falschen Moment was riskieren. So, bei 30 Kilometern senke ich das mal auf so 200 Meter pro Sekunde. Das sollte relativ schnell gehen. So, bei 20 Kilometern werde ich runtergehen auf 100 Meter pro Sekunde. Ne, auf 150 Meter pro Sekunde. Bei 15 Kilometern dann auf 100. Dass wir das jetzt so impulsweise machen. Also noch 25 Kilometer bis zum Boden. Tank sieht gut aus. Wir haben noch 1400 Delta V. Also wir müssen nicht sparsam sein bei der Landung. So, bei 20 Kilometer geht es auf 150 Meter pro Sekunde runter. Damit wir nicht zu schnell werden. Das sieht aber gut aus. Also mit, wie gesagt, jetzt guck mal, 8, irgendwas Thrust Weight. Da können wir uns echt einiges erlauben. So, ich nehme jetzt mal zwei Engines raus, tatsächlich. Bei 4, das müsste immer noch ganz gut reichen.
So, bei 15 Kilometer gehe ich auf 100 Meter pro Sekunde runter. Warum ist die Triumphmusik vorbereitet? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Nein, ist sie nicht. So. Okay. Schub an. Sieht gut aus. Also wir gewinnen auch Time to Impact. Das heißt, wir bremsen schneller, als wir runterkommen. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. So, knappe 100 Meter pro Sekunde. 10 Kilometer Höhe. Spannend, spannend, spannend. Wir haben noch einen Vertical Speed, Horizontal Speed von 6,9 Meter pro Sekunde. Also da können wir auch noch ein bisschen was wegbremsen. So, also ich kill jetzt hauptsächlich gerade Horizontal. Damit wir uns nicht zu sehr seitlich bewegen. So. Meter pro Sekunde noch seitliche Bewegung. Das sind so um und bei 4 km/h. Das ist okay. Wenn wir kippen, kippen wir, dann ist das halt so. Dann brechen uns die Solarpanels oder sowas ab. Hauptsache, die blöde Antenne bricht nicht ab. Ich glaube, wir müssen Science übertragen, ne? Transmit Science from the surface of the Moon. Of the Moon. Das wäre natürlich kacke, wenn wir das nicht hinbekommen. So, jetzt machen wir hier nochmal. Kann ich das trotteln? Nee. Doch, oder? Trottelt sich das? Nee. Es wirkt, glaube ich, nur so. So, wir haben noch einige Millimeter pro Sekunde Seitenbewegung. Das heißt, wir werden jetzt mal einfach umschalten auf Stability Assist, damit der nachher nicht flippt oder sowas. Oh, Freunde, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Sieht alles gar nicht schlecht aus. Es müsste eigentlich mit dem Unding zugehen, dass das noch schief geht. Also ich weiß, dass es gerade nicht super effizient ist, was ich hier treibe. Aber ich will einfach sicher gehen, dass es nicht zu schnell wird. Wir haben noch 2,5 Kilometer. Da werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen Speed rausnehmen. So. Also ich versuche mich halt so um die 30 Sekunden Time to Impact zu halten. Also ich gehe da immer ein bisschen drunter und boost mich dann wieder drüber, sodass wir quasi sehr gleichmäßig runterkommen. Ich glaube, jetzt lassen wir uns mal auf die 20 Sekunden Zeit fallen. Warum tanzt denn der so? Soll jetzt hier einfach geradeaus gehen. Komm. Nicht so tanzen. Deine Aufgabe ist es nicht, irgendeinem Manöver zu folgen. Ich hoffe, der Smart ist es nicht an. Oh. Ich hoffe, ich habe den nicht angelassen. Off, off, off. Das wäre nämlich verheerend. Hm.
So, jetzt kommt der gloriose Endanflug. Schön langsam, noch 200 Meter pro Sekunde. 200 Meter Höhe, so rum. Wir haben eine leichte Seitwärtsbewegung drin. Da werde ich jetzt einfach mal mit leben. Noch 80 Meter. Wir werden ein bisschen driften, glaube ich. Mal gucken. Hauptsache schön langsam. Das wird jetzt der gefährliche Part der Landung. Ja, schon ein bisschen zu viel. Überlegt mal das mit den vier Triebwerken. Und zu viel. Aus. Probe. Steht. Gut. Wir sind gelandet. Cookies Landung war am 329. Tag und zwar ist das der 24.11.1960 gewesen. Und wir sind am 7. Tag von 1960, sind also 322 Tage vor den Amerikanern auf dem Mond gelandet, mit Uncrewed zumindest. Und während ich jetzt die Wissenschaftspunkte einsammle, bekommt ihr erstmal eine kleine Siegeshymne auf die Ohren geklatscht. Ich mache so lange mein Mikro aus, damit ihr mich nicht mitsingen hört.
So, jetzt müsst ihr mich wieder ertragen. Gut, ich glaube, damit haben wir es genug gefeiert. Also, das ist natürlich noch nicht das Space Race gewesen, denn es geht ja um eine bemannte Mondlandung. Aber wir haben, glaube ich, schon mal mit 7. Januar 1960 eine ganz schöne Duftmarke auf dem Mond abgesetzt. Und warum ist das heute ein guter Tag dafür? Also gut, für die Hymne ist vielleicht nicht so ein guter Tag. Morgen vor 60 Jahren gab es nämlich schon mal einen Schock für die USA. Morgen vor 60 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, war nämlich der Sputnik-Schock, als plötzlich ein sowjetischer Satellit im Orbit aufgetaucht ist und fröhlich vor sich hingepiept hat. Das Ganze hat morgen, glaube ich, sein 60. Jubiläum. Also morgen vor 60 Jahren ist der Sputnik 1 in den Orbit gestartet. Genau, also Mondlandung. Haben wir erstmal. Jetzt gucken wir mal, was wir von hier aus machen. Ich klicke mal die Sachen weg, die wir erledigt haben. Also es gibt auch noch mal ein bisschen Kohle und es gab vor allen Dingen auch ganz gut Wissenschaftspunkte wieder. Jetzt springen wir mal zurück ins Space Center und gucken mal, was wir uns als nächstes geben. Ich glaube, so ein paar Sachen sind ja schon relativ klar. Wir werden nämlich die EVA-Geschichte machen. Und ich hoffe mal, oh, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das noch in diesen Stream gequetscht bekommen. Aber jetzt gucken wir erstmal in Mission Control nach, was es noch so gibt. Dann kann ich euch nämlich auch schon mal ein bisschen den Mund wässrig machen für den, ich sag mal, den zweiten Stream, den Nachmittags-Abends-Stream, was wir da so treiben werden. Also, wir werden auf jeden Fall die erste EVA machen. Da sind wir auch schon unterwegs und da bin ich zuversichtlich, das wird alles gerade gebaut. Die Rakete ist in ein paar Tagen fertig, irgendwie so in 100. Das heißt, wir haben 365 Tage Zeit. Wir können dann also noch zwei, drei Ersatzraketen bauen. Kriegen wir alles hin. Check, wird angenommen. So, und jetzt gucken wir mal, was man da noch so anstellen kann. Oh, erste menschliche Mondlandung. Ist vielleicht noch ein bisschen früh. Lunar Landing und Sample Return. Das klingt natürlich auch spannend. Ich habe aber noch keine Idee, wie ich das im Moment machen soll. Orbital Flight with two Crew. Two Crew Members? Ne, ich will mit drei in Orbit. Wisst ihr, ob das mit zwei dann auch zählt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss man exakt zwei haben. Okay, was ich dann noch machen würde, ist, ich habe ja eh schon die Mars Atmospheric Probe. Ich würde mal sagen, wir werden, da sich ja bald ein Marsfenster öffnet, da nicht nur eine Atmospheric Probe draus machen, wir werden verdammt nochmal landen erfolgreich. So, die Ansage ist gemacht. Und einfach nur, um jetzt auch mal ein bisschen Druck aufzubauen in Richtung Cookie. Cookie, der ist jetzt nur für dich. Oh ja. Ich glaube, ich nehme ihn an. Wir haben 2 Jahre Zeit, uns darum zu kümmern, um und bei. Ja, seht ihr? 4.10. Passt sogar. 60 Jahre morgen. So, wir haben 2 Jahre Zeit. Ich muss noch ein paar Sachen erforschen dafür, aber prinzipiell habe ich da eine fast schon Moon, also Luna Flyby-fähige Rakete. Es ist genug Lebensmittel drin, es ist genug Strom in der Erzeugung, um das zu machen, mit großer Wahrscheinlichkeit, und mir fehlen so ungefähr 400-500 Delta-V, um das hinzubekommen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal ganz steil behaupten, can we build this? Yes, we can. Wir werden uns definitiv in Richtung lunarer Flyby bewegen in absehbarer Zeit. So, und jetzt habe ich nämlich richtig viel Asche. Yeah, richtig viel Asche. Und mit der richtig viel Asche werde ich jetzt mal richtig viel Asche ausgeben. So, als erstes pumpen wir hier mal ein wenig die Baugeschichten hoch. Und ich würde mal sagen, für den Anfang dürfen das gerne 4 Building Points sein. Und dann pumpen wir Research and Development ein bisschen hoch mit den Punkten, die wir da noch so haben. Los, Vollgas, Vollgas. So, und jetzt mag ich unrunde Werte ja gar nicht. Ach, und ehrlich gesagt, wer braucht 800.000? Brauchen wir 800.000 Rubel? Also wir müssen später noch ein paar Sachen freischalten, aber
800.000 werden wir sicherlich nicht brauchen. Wir machen noch die Mars-Mission, das wird Kohle bringen. Wir können noch irgendwelchen anderen willenlosen Kram annehmen. Ach, lasst uns mal noch mal ein paar Punkte ausgeben. Einfach, weil es geht. So. Oh, kriege ich das auf? Ah, ärgerlich, kommt, ich kaufe noch einen. Einfach, weil es geht. 0,5 und ein bisschen pro Tag. So, und weil ich jetzt wieder eine unrunde Zahl habe, ganz ehrlich, geben wir jetzt noch mal ein bisschen was aus. So. Vier sieht doch gut aus. So, und den letzten gibt es noch auf R&D. So, ich bin vorbereitet. 600.000 habe ich auf dem Konto. Damit kann ich relativ viel Firlefanz treiben. Und ich habe meine Bauzeiten gerade richtig beschleunigt, weil was ich jetzt halt nutze, ist natürlich das Geld. Cookie hat einen guten wissenschaftlichen Vorsprung am Anfang aufgebaut. Er hatte deutlich mehr Kohle als ich, hat, glaube ich, die Upgrades auch eher durch. Aber ich bin jetzt zeitlich vor ihm und habe sehr viel Geld. Was ich jetzt gerade mache, ist seine Forschungszeit quasi unterlaufen, um dieses Jahr, anderthalb Jahre, die er vor mir liegt, ich glaube, ganz anderthalb Jahre sind es nicht, halt zu nutzen, um schnell zu forschen und vorwärts zu kommen. Damit ich aufholen kann, schlicht und ergreifend. So, das heißt, in 85 Tagen ist das da fertig, in 83 Tagen ist das fertig. Das haut echt exakt hin. Das heißt für uns, wir können jetzt erstmal hier Warp to Complete sagen. Dann kriegt ihr nämlich noch euren Start in den Orbit tatsächlich. So. Genau, also es sind nicht ganz anderthalb Jahre. Jahr und 2 Monate. Irgendwie sowas. Oder drei. Ein bisschen hatte ich ja schon aufgeholt durch den langen Stream. So. Jetzt haben wir noch 62 Tage bis zur Voskhod. Ich mache hier mal der Übersichtlichkeit halber die ganzen Verträge rein. Also First Eva. Crewed Lunar Flyby, da haben wir noch ein bisschen. Ein Jahr und 343 Tage, um genau zu sein. Und eine Marslandung haben wir auch noch versprochen. Oh Gott, was haben wir alles dem Zentralkomitee erzählt, was wir alles schaffen wollen. Und sie werden uns hinrichten, wenn wir es nicht hinbekommen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bin unbesorgt. Nein, ich bin ehrlich gesagt besorgt, aber ein bisschen Druck hilft ja auch, gute Leistungen zu bringen, ne? Gut, wir haben was fertig geforscht. Vielleicht können wir ja damit irgendwas Neues freischalten. Short-Term Habitation. Nee, das führt da nicht hin. Advanced Flight Control. Nee, das habe ich auch schon, glaube ich, drin. Das kann ich nicht. Advanced Construction. Was kann das? Ja, wegen meinen Versprechungen habe ich so viel Geld gekriegt, genau. Ah, hier sind die Cryogenic Tanks dann endlich drin. Tü-tü-tü-tü. Brauche ich das? Gut, aber geht es um, brauche ich das? Improved Stage Combustion. Habe ich das schon in der Forschung? Ich könnte einfach mal Dinge freischalten. Ich habe so viele Forschungspunkte. Es gibt ja auch wieder diese komischen Punkte. So, was forsche ich gerade? Advanced Flight Control, Basic Solids, Major Sonic Fly, Major Sonic, Major, Mature Supersonic, Miniaturization. Ach, ich mache mir da jetzt einen Screenshot von, dass ich nicht immer vergesse. Zack. Wir bereiten jetzt einen kleinen Forschungsmarathon vor. So, kurz mal einen Screenshot zur Seite, damit ich das sehen kann. So. Also, Early Hydrolox habe ich da schon. Improved Stage Combustion habe ich noch nicht. Und da ist irgendwas für mich auf jeden Fall mit dabei. In Service from bla bla bla, Block D. FS824. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, das könnte zu N1 gehören, oder? Ich weiß es nicht. Ich kaufe es auf jeden Fall mal. Haben ist ja besser als brauchen, habe ich gehört. Das können wir noch nicht, weil es noch nicht geupgradet ist. Basic Solids erforsche ich gerade. Dadurch kann ich hier noch nicht weitermachen. Mature Supersonic erforsche ich gerade. Deshalb kann ich hier noch nicht weitermachen. Short-Term Habitation. Miniaturization. Kann
kann ich erst machen? Also kann ich erst erforschen Landing, wenn ich Miniaturization durch habe? Das ist noch in der Liste. Zu viele Punkte. Advanced Flight Control habe ich schon. Brauche ich Short-Term Habitation? Ich glaube im Moment nicht. Nee, alles gut. Ich heb mir das mal noch auf, weil hier kommen ein paar echt teure Sachen auf mich zu. Ja. Ich heb mir die Science-Punkte mal noch auf. Jetzt haben wir aber noch einen ausgegeben. Und da müsste ich ja wieder einen Upgrade-Punkt für gekriegt haben. Richtig. Und den pumpen wir natürlich sofort wieder in die Wissenschaft zurück. Gut, jetzt heißt es Warp to Complete für die Voskhod 1. Wie wäre es irgendwann mit dem Bau einer Mir? Ja, genau, dann kann ich das immer noch freischalten. Aber die Frage, die sich mir gerade stellt, ist: Brauche ich Station-Container für einen Flug zum Mond, also für einen bemannten? Und da muss ich halt ganz klar antworten mit: Nö. Ehrlich gesagt, im Moment nicht. Das ist ja gerade der Fokus unseres Rennens, ist bemannt auf dem Mond zu landen und nicht eine Raumstation zu bauen. Was man dann später noch treibt oder nicht treibt, sei mal geschenkt. So. Jetzt überlege ich gerade. Wie viel Zeit haben wir noch? 179 Tage. Das heißt, ich kann es mir eigentlich leisten, jetzt ein bisschen rumzuschlampen. Und zugunsten von Livestream-Dramatik lasse ich jetzt nämlich die Rollout-Tage verstreichen, ohne mich in die Fab einzugraben. Ich müsste nämlich langsam dann die Mars-Sonde fertig bauen. Aber ich würde die jetzt nicht bauen, sondern damit eröffnen wir dann den neuen Livestream. Und wir machen jetzt hier nämlich den Start fertig. Mit der Voskhod 1, um euch nochmal in der letzten halben Stunde dieses Livestreams ein bisschen Action zu liefern mit Links. Und guckt euch das mal an. 2 Tage, 8 Stunden für, ich darf EVAs machen. 2 Tage, 18 Stunden für die Rakete ist fertig rausgerollt. Da haben sie gerade noch rechtzeitig den Türgriff erfunden. Oder das Formular, Antragsformular für einen Türgriff. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es gerade so rechtzeitig fertig, dass man sagen kann, jawohl, ihr dürft tatsächlich ins Weltall rausgehen und ihr dürft tatsächlich dort herumschweben. So, und ich werde das jetzt nicht ganz korrekt machen. Korrekt wäre es nämlich, das zeige ich euch gleich. Gut, 1 Rollout fertig machen. So. Oh, guck mal. Timing. Timing ist alles. Die Sonne geht auf über Baikonur. Und wir sind bereit zum Starten. Korrekt wäre es jetzt nämlich mit 2 Personen loszufliegen. Nämlich einmal mit dem netten Herren. Alexei Leonov, den kennt vielleicht der ein oder andere. Das war nämlich der erste russische oder sowjetische Kosmonaut, der eine EVA tatsächlich gemacht hat. Also Alexei Leonov wird auf jeden Fall mitkommen. Und historisch korrekt wäre, wenn er zusammen mit Pavel Beljajew, den Anführer der damaligen Kosmonautengruppe, also der, ich sag mal, Vorsitzende, keine Ahnung, wie sie das in der Sowjetunion genannt haben, der mit ihm zusammen oben war und im Raumschiff saß, während er seine EVA gemacht hat. Aber weil ich natürlich gierig bin, mache ich direkt noch einen kleinen Zusatz. Ich nehme nämlich die Valentina Tereshkova mit hoch, weil ich den 3-Personen-Rekord knacken möchte. Also eigentlich war Voskhod 2 mit Pavel Beljajew und Alexei Leonov die Rakete oder die Mission, die mit diesen beiden Leuten die erste russische, sowjetische EVA gemacht hat. Aber wir werden das einfach for the sake of ich will Kohle verdienen, ich will Aufträge erledigen, ich will Rekorde brechen. Werden wir das ein bisschen zurechtbiegen und mit der Voskhod 1 machen und ein paar mehr Leute mitnehmen. Und Daniel, vielen lieben Dank für deine Donation von 2 Euro. Und ja, freut mich, dass du das so siehst und ich mache gerne weiter so. So, ich hoffe, das passt alles. Die Rakete ist ja ein relativer No-Brainer. Das heißt, wir starten jetzt in Richtung Orbit mit 3 Personen. Juri hat heute mal Sendepause, dann kann ich nämlich ein paar mehr Astronauten, Kosmonauten, oh Gott, ich habe Astronauten gesagt, irgendwann erschießen die mich einfach, weil die glauben, dass ich von der CIA bin oder so. Kosmonauten ausbilden, die was lernen. Und Valentina ist übrigens auch korrekt so. Valentina war tatsächlich neben dem, dass sie begeisterte Fallschirmspringerin war, das war übrigens eines der Hauptauswahlkriterien der Frauengruppe bei den Kosmonautinnen.
der ersten Frauengruppe, dass man Fallschirmspringen sollte, gerne. Und sie war nebenbei noch eine Ingenieurin. Puh. Gut. Ist auch geplant, den Körbel, der aussteigt, wie einen Luftballon aufzublähen, dass er fast nicht mehr reinpasst. Nein, wir werden den Körbel, der aussteigt, nicht aufblähen wie einen Luftballon. Das tut dem nämlich nicht gut. Deshalb machen wir das einfach nicht. Das ist nicht nett dem Körbel gegenüber. Wirklich nicht. So, ich hoffe, die Rakete lädt jetzt gleich. Ja, aber dieses Feature wird nicht unterstützt in KSP. Dass man die Körbels aufblasen kann. Man kann sie nur explodieren lassen und das möchte ich ehrlich gesagt ungern. Wrong Rabbit, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Körbonauten. Oder heute sind es ja fast schon eher Kosmonauten als Körbonauten. Und dir ganz viel Spaß weiterhin beim Zuschauen. Für alle von euch übrigens, die nicht wissen, was sie zwischen diesem Livestream, der um 18 Uhr endet, und dem anderen Livestream mit RSS, wo wir weiterspielen, der um 20 Uhr beginnt, tun sollen und so richtig gelangweilt sind, um 18 Uhr geht auf YouTube die neue Folge von der Aufzeichnung von Hardcore Colonization online. Also, falls jemand den Livestream nicht gesehen hat, ist das eure Chance. So. Too many Mods, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Too many Mods gibt's gar nicht. So, wir müssen jetzt kurz warten, bis die Rakete durchbetankt ist. Das dauert einen kurzen Moment. Da oben drauf sitzen unsere drei Glücklichen. Schöner Funfact, den ich euch währenddessen erzählen kann. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich auch sagen, zu Recht muss ich sagen, die Voskhod-Kapsel sieht irgendwie aus wie die Vostok-Kapsel und du hast sie auf das gleiche Raumschiff geschraubt. Ich gebe euch recht, das ist tatsächlich so. Sind sich auch sehr ähnlich. Wie haben die da drei Leute reinbekommen? Naja, die haben einfach, die sind im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie zu dritt waren, im T-Shirt ins Weltall hochgeflogen. Die haben keine Raumanzüge getragen, weil das hätte platztechnisch nicht hingehauen. Deshalb, wartet Meister, ein Fallschirm dran, bitte sagt, dass da ein Fallschirm dran ist. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich war kurz unsicher. Deshalb haben sie da drei Leute reinbekommen und deshalb war auch wahrscheinlich die Voskhod 2 Mission mit der EVA nur mit zwei Personen besetzt, weil sie sonst keinen Platz mehr gehabt hätten. So, Rakete ist durchbetankt, wir sind reisefertig mit 13.000 Delta V, 13.300. Sind wir tatsächlich, Cookie, ich sag's jetzt mal ganz leise nur, seht ihr das, wenn das durchbetankt ist, das ist Mondflyby ready. Ich muss nur das Manöver hinbekommen. So, Cookie, du darfst wieder hinhören. Wir machen das SRS an, unser Pilot kann übernehmen und wir zünden nochmal mit ordentlich dickem Sound. Voskhod spricht man Voskhod aus mit hartem CH. Vielen lieben Dank, ich bin kein Profi-Russe. Ich nehme solche Hinweise sehr gerne entgegen. Und Ratchet Wheel, vielen lieben Dank für dein Follow und ja, viel Spaß beim Zugucken und auch beim Zuhören. Achtung mit den Boxen, Vorsicht mit den Headsets, ich mach mal die Rakete an. Oh ja. Kurze Ruhe vor dem Sturm und hochgefahren. Und wir starten mit Voskhod. Ich hoffe, ihr habt es richtig gemacht. Voskhod. Ich weiß es nicht. Ich muss ja das irgendwann mal bei Google Translate anhören. Wir starten in Richtung Orbit mit einer etwas niedrigen Thrust-Weight-Ratio jetzt für den Anfang noch. Also für meine Verhältnisse niedrig, weil wir ein schweres Raumschiff hochtragen müssen, aber nicht um sonst trotz allem mit ordentlich Krach. Und den Krach gibt es jetzt nochmal dick auf die Ohren. Man hört das so fürchterlich. Ich habe das ja auch auf dem Headset. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal komplett taub werde, weiß ich, welchem Spiel ich das zu verdanken habe. So, und wir gehen diesmal in einen ganz simplen, geraden, einfachen 90-Grad-Orbit. Also wir machen jetzt gar keine großen Spielereien. Und dann erzähle ich euch mal, was ich mit der Mission vorhabe. Mit einer Protonstufe. Ja. Mit einer Protonstufe. Man könnte mir jetzt vorwerfen, dass das noch nicht der Zeitpunkt ist, mit einer Proton loszufliegen. Aber ja, es ist zurzeit meine mächtigste Rakete und ich bin mit vielen Sachen zu früh dran. Ich bin auch mit der Voskhod zu früh dran.
Also warum nicht schon? Also es ist ein Proton-4-Typ. Also die First, die First Stage und die Second Stage sind tatsächlich Proton. Genau genommen sind die Proton-K nachgebaut. Gibt kleine Anpassungen in der First Stage mit etwas mehr Triebwerken und so. Aber das sehe ich nicht so eng, es ist optisch nah genug dran und ja, ich beginne die Proton jetzt schon etwas eher in den Lebenszyklus aufzunehmen, weil ich auch schon etwas weiter bin, als die Sowjets es zu diesem Zeitpunkt waren. Aber die Antriebe und so sind korrekt, also das sind in der First Stage auch tatsächlich die Proton-Triebwerke. So, Gravity Turn wird geflogen von, könnt ihr euch aussuchen, Alexei oder Pavel. Wahrscheinlich wird es Pavel gemacht, oder? Obwohl, Pavel war der Commander, vielleicht hat er sich eher aufs Kommandieren konzentriert. Genau. Traurige Geschichte, Pavel Beljajew ist 1970 dann schon verstorben. Ich glaube, wegen einer Bauchdeckenentzündung oder sowas, also nach einer OP leider verstorben. Also sehr jung gestorben dann auch, kurz nach seinem Raumflug. Hat auch nur diesen einen, nämlich Voskhod 2, Voskhod, Gott, das ist klingonisch, ey, Raumflug gemacht und hat nie wieder einen weiteren Raumflug gemacht, weil er leider vorher gestorben ist. Ja, so viel mal als politische Zusatzinformation, oder politische geschichtliche Zusatzinformation am Rande. Gut. Das sieht doch alles ganz gut aus. Triebwerke halten bisher auch durch. Wir sind ein bisschen steil unterwegs, ist aber. Da ist keine Sch. Voskhod. Keine Ahnung. Voskhod. Voskhod. Heute Sprachunterricht mit Winter. So, ich mache jetzt mal hier. Das müsste man doch theoretisch bei Translate abspielen lassen können, oder? Lasst uns mal gucken. Also, das schreibt man so. Voskhod. Voskhod. Ja, Google Translate. Ich hoffe, das ist so korrekt. Voskhod. Voskhod. Ist das dann auch wahrscheinlich so ein bisschen so. Voskhod. Ja, okay. Ja, dafür ist Google Translate dann doch gut. Sehr schön. Mit eingebautem Sprachunterricht, ist doch super. Guti, wir sind auf 30 Kilometer Höhe schon. Ich gehe jetzt mal mit der Nase runter. Wir sind nicht gut durch den Gravity Turn durchgekommen. Der war zu langsam. Den hätte ich ein bisschen mehr anstrengen müssen am Anfang. Aber es geht erst nach dem zweiten Wodka gut. Na gut, dann kommen wir doch heute Abend nochmal drauf zurück. Ich habe zwar keinen Wodka da, aber ich denke, ein, zwei Whisky werden die Zunge doch auch etwas flexibler machen. Cutie. Ich denke mal, so knappe 25 Grad sind erstmal völlig okay. Gut, Triebwerke halten. Das läuft alles. Übrigens, übersetzt heißt, Voskhod, Sonnenaufgang. Wir sind also genau zum richtigen Zeitpunkt gestartet. Hervorragend. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. Genieß nochmal die Soundkulisse. Ich schreie jetzt ein bisschen, wenn ihr mich hört. Stage 2 rüber und lassen uns in den Orbit tragen. Wie gesagt, wir sind komplett overcommitted, was das angeht. Wir haben so unglaublich viel Treibstoff da. Wir können im Prinzip eine komplette Stage auch verlieren und würden es immer noch in den Orbit schaffen. Das sieht also ganz gut aus. Und ich sag mal, vielen lieben Dank fürs Follow an My Name is Jeff und Ramses Tatun Haman. Vielen lieben Dank, willkommen bei den Kommonauten und euch ganz viel Spaß beim Zugucken. So, ich gehe ein bisschen runter mit der Nase, wir haben Zeit und mache dann mal unsere Fairings nacheinander auf. Als erstes die linke Seite, glaube ich. Ja, es war das linke Fairing.
Okay. Ist halt gerade andersrum gedreht. Und dann die rechte Seite. Schwupp. Und wir liegen frei mit der Kapsel und können uns jetzt das alles hier schon mal so ein bisschen bewundern. Und was wir auch schon mal machen können, ist unsere neuen Solarpaneele testen. Die sind nämlich ein- und ausfahrbar. Ist das nicht total toll? Man kann die einklappen und ausklappen. Also ich zeige euch das mal. Wir haben sie ausgeklappt und jetzt, total gutes Feature, verrückt, man kann sie wieder einklappen. Tja, ich glaube, das mit dem Moonflyby können wir wahrscheinlich aus folgenden Gründen nicht machen, weil ich den, glaube ich, vorher annehmen muss. Ich kann das gleich mal gucken, wenn wir dann im Orbit sind, aber ich befürchte, das wird nicht reichen. Das wird vermutlich nicht reichen. Wir hätten sogar einen relativ okayischen Winkel, ne? Naja, also okayisch, nee, ist eigentlich total beschissen, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir ehrlich sind, ist er scheiße. Na gut, und ich habe noch ein weiteres Problem, hahaha, zum Thema Moonflyby. Diese Kapsel hier ist nicht Lunar Re-Entry rated. Ich werde wahrscheinlich einfach verbrennen, wenn ich das versuche. Die ist Leo rated, glaube ich. Also die war halt nicht dafür gedacht. Also es steht nichts dabei, aber ich gehe davon aus, dass die nicht Lunar Re-Entry rated ist, weil ich habe da irgendwie 225 Einheiten Ablator. Wer weiß das schon so genau? Yay, Crew Count Record 73.000. Yay, anderer Crew Count Record 54.000. Entschuldigung, das waren ja schon wieder 120.000 auf meinem Konto, oder? Ärgerlich. Na gut. Heute ist ein guter Tag. Dinge funktionieren. Dinge funktionieren einfach. So, ich wollte euch aber noch erzählen, was ich eigentlich so vorhabe. Ich will nebenbei übrigens noch den Crude Altitude Record von 1000 Kilometern brechen. Und ich möchte gerne den Crude Duration Record von 7 Tagen mit dieser Mission brechen. Der läuft jetzt auch schon. Den hier werden wir nicht hinbekommen. Obwohl es theoretisch auch machbar wäre, aber da müssen wir so viel bremsen, das ist mir alles zu riskant wegen dem Wiedereintritt. Genau, also das wird hier nicht nur einfach eine First Orbital Eva, das machen wir halt nebenbei auch noch, weil wir gerade schon mal oben sind. Nein, das wird hier auf jeden Fall auch noch eine Rekordjagd. Deshalb sind wir mit 3 Kerbals unterwegs, weil wir haben jetzt schon mal den 2 und 3 Crew Kerbal Rekord gebrochen. Wir werden, wie gesagt, über 1000 Kilometer mit der Apoapsis auch hochgehen gleich in unserem initialen Burn, damit wir das erledigt bekommen. Und wir werden 7 Tage oben bleiben, wenn da nichts gegenspricht. Aber eigentlich hatte ich alles so gesized, dass, ach guck mal, 13 Tage und unendlich Strom. Ja, ich denke, wir können diesen Livestream hier heute, also den ersten von den 2 Livestreams, wahrscheinlich wirklich mit einem Feuerwerk an Erfolgen nochmal beenden, nachdem das mit der Mondlandung schon so gut geklappt hat, und können uns dann nochmal überlegen, was wir mit dem dicken Portemonnaie, mit dem wir zurückkommen werden, hoffentlich, ich muss hier natürlich auch noch sicher landen, anstellen, aber das ist dann, glaube ich, ein Thema für den nächsten Stream, der um 20 Uhr losgeht. Auf jeden Fall bisher sehr, sehr erfolgreich, ein Ding nach dem anderen. Also unten sitzt das Zentralkomitee nur noch da und ist am Applaudieren, hoffe ich zumindest. Sonst ärgere ich mich ein bisschen. So, und jetzt muss ich mal aufpassen, vor lauter Quatschen bin ich über die Apo drüber gegangen. Schwupp. Wir wollen ja hier nicht irgendwie abstürzen oder sowas, ne? Das wäre nämlich sehr ungünstig. So. Immer dran denken, nicht zu viel feiern. Wenn man zu viel feiert, stürzt man ab. So, da ist hier wieder unser Apo. Anstellwinkel von 10 Grad. Müsste hoffentlich reichen. Ausreichend. Ausreichend. Sehr schön. Passt doch. Jut, 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 jut. Ich sehe, das funktioniert. Ja, wie gesagt, also wir haben dann 2 Stunden Pause. Da werde ich ein bisschen Abendessen kochen und mal was essen auch. Und auch mal dann ein halbes Stündchen die Füße hochlegen nach dem ersten Stream. Oh, jetzt mache ich mal ein Staging. Danach geht es dann weiter. Und für alle von euch, die sich nicht so lange beschäftigen können, wie gesagt, Wiederholung von Hardcore Colonization. Die erste Folge aus dem Livestream geht um 18 Uhr vollautomatisch auf YouTube online. Wunderbare Features, die man da so hat für Videos veröffentlichen, so beschissen das mit dem Livestreaming auch ist.
Ja, und ansonsten nochmal an alle, die jetzt total begeistert sind, weil euch das total Spaß gemacht hat und die noch nicht bisher ein Abo hier gelassen haben. Denkt mal drüber nach, weil es wurde noch verlängert, dass ihr nur den halben Preis für ein Abo bezahlt, ich aber das volle davon bekomme. Das heißt, ihr umgeht quasi, ich glaube, Amazon-Twitch hat sich dazu entschieden, mal eine Zeit lang nicht zuzugreifen. Also, so preiswert war es noch nie. Alles 50% reduziert. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Aber ansonsten, lasst gerne auch einfach ein Follow da. Ich freue mich, wenn ihr zuguckt. Und wir fliegen jetzt mal in den Orbit hoch. Das sollten wir gleich haben. Und schieben dann aber auch gleich die Apoapsis noch weiter. Die ich jetzt gleich nochmal... muss ich die hochziehen? Wir sind... doch ein bisschen muss ich sie hochziehen. Schieben die gleich noch weiter auf 1000 Kilometer hoch. Vorher muss ich sie aber erstmal wieder vor meine Nase kriegen, damit das nicht zu flach wird. Genau, wir müssten es jetzt mit der Stage eigentlich ziemlich verlässlich in den Orbit schaffen. Na? Wie gesagt, selbst wenn uns die ausfällt, wir sind mittlerweile auf Orbit Capability mit der vierte Stage müsste das sein. Wir können mit der mittlerweile in den Orbit hoch, das reicht. Würden dann vielleicht unsere Rekordjagd nicht ganz so... Oh Gott, da war plötzlich ein Satellit. Das wäre peinlich gewesen. Ja gut, dadurch habe ich natürlich jetzt nicht den Prograde angeklickt. Sehr schön. So. Gut, das sieht gut aus. Also selbst wenn das Triebwerk jetzt ausfällt, sind wir eigentlich mittlerweile an dem Punkt, dass dann das nächste Triebwerk noch ausfallen müsste, damit wir nicht mehr in den Orbit kommen. Sollte also safe sein. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch an Rekorden feiern können. 7 Tage kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Und eine Eva machen wir ja dann auch noch, habe ich gehört. Aber ich glaube, da gibt es erst Wertungen, wenn wir ja Return Home Safely haben. Also wir müssen dann auch noch sicher nach Hause kommen. So, Orbit ist in wenigen Sekunden erledigt. Schwupp, das war der Orbit. So, jetzt pumpen wir die Apoapsis noch auf ganz knapp über 1000 Kilometer hoch. So. Schwupp, das sollte reichen. So, und jetzt können wir zumindest mal theoretisch gucken. Also nicht mit diesem Raumschiff. Das ist einfach der Punkt. Wir werden mit diesem Raumschiff nicht zum Mond fliegen können, weil wir sterben beim Wiedereintritt. Aber könnten wir theoretisch, also jetzt geht es rein um die Delta V. Ich werde das nicht durchführen, ne? Nur mal, das ist jetzt ein reines Theoriespielchen. Wir haben noch 3517 Delta V. Könnten wir aus diesem Startfenster raus rein praktisch gesehen den Mond treffen? Ich sollte ihn vielleicht auch einfach mal anklicken, dass ich sehe, was ich da tue. Und vielleicht nicht ganz so weit fliegen. Aber ja, offensichtlich scheint das zu funktionieren. Hallo? Chip, chip, chip. Ah, wir donnern ganz knapp dran vorbei. Nope. Aber es wäre theoretisch machbar. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen Manöver hin und her fummeln. Ich habe noch 500 Puffer. Also ich müsste irgendwie hier rüberkommen. Da müsste man wahrscheinlich so eine radiale Korrektur machen, um dann eine Free Return Trajectory zu fliegen. Das heißt, ich kann mir später mal angucken, wie schwer das Voskhod, ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, wie schwer das Voskhod-Raumschiff tatsächlich ist. Denn... dieses Gewicht kriegen wir auf jeden Fall mit dieser Rakete in einen lunaren Flyby rüber. Das sieht doch gut aus. So, jetzt fahren wir hier mal unser Airlock aus. Ich möchte auch keine Kommentare zu hören. Ich weiß genau, wie das aussieht, aber ich möchte da trotzdem nichts zu hören. Genau, und dann werden wir den Alexei Leonov... Also eigentlich funktioniert das jetzt so...
dass man den per Crew Transfer in diese Schleuse steckt. Das geht jetzt aber nicht, weil ist zu voll die Kapsel. Also steige ich einfach zur Tür aus. Weil es der gleiche Scheiß in grün ist. So, Raumschiff ist stabil. Wir können das auch sonst stabilisieren. Wir haben ja noch einen Piloten drin. So, zack. EVA. Ta-ta-da-da. Ta-ta-ta-ta-da. Da-da-da-da. So, und wir lassen auch mal los, einfach weil wir es können. Und machen einen EVA-Report. Schwupp, der bringt auch noch mal 18 Science. Was hier übrigens ganz witzig ist, hier gibt es das nicht wie bei normal Kerbal Space Program mit so, ja, dann kannst du über jedem Biom nochmal einen EVA-Report machen. EVA-Report ist ein EVA-Report in Space Near Earth. Die nächste Option, die du hast, ist High Over Earth. Dann gibt es nochmal was anderes. Finde ich ganz gut, weil ich finde, das ist immer ein ganz unangenehmer Grind an Möglichkeiten, die man da so hat. Upp. So, und jetzt gucken wir uns unser Raumschiffchen mal an, würde ich sagen, von außen, wenn wir hier schon mal unterwegs sind. So sieht es im Moment aus. Da ist quasi unsere Luftschleuse. Und ich hatte mir das schon mal angeguckt, weil ich habe tatsächlich auch noch einen ganz hässlichen Bug gefunden. Meine Kerbals sind nämlich bei der EVA immer verbrannt. Also ich habe das Raumschiff mal genommen in einem kopierten Game und in den Orbit gepackt. Ich hatte da einen Bug im Deadly Reentry Mod drin. Da musste ich auf eine neue Version. Dabei ist mir aber auch aufgefallen, wenn ich jetzt hier wieder reingehen möchte, kann ich keine Wissenschaftsberichte mit reinnehmen. Deshalb muss ich so oder so zu dieser Tür rein. Das ist leider ein bisschen buggy an dem Modul, aber ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht gekauft habe und nicht mitgenommen habe. Also ich habe es auf jeden Fall dafür auf jeden Fall mein Geld ausgegeben. Ich habe die Delta V bezahlt, um sie hochzutragen. Ich habe es aufgeblasen und ich werde es auch gleich absprengen, aber leider kann ich keine EVA-Reports rein und raus transportieren durch diese Tür, selbst wenn ich nur mit zwei Leuten drin sitze. Das ist ein wenig schade. So viel zum Thema unseres Raumschiffchens. Ich halte mich da mal an der Tür fest und krabbel da wieder rein. Und dann werden wir zumindest mal schon mal den Teil erledigen. Bla 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 bla. Wir haben einen Orbit mit Minimum Perigee auf 150 Kilometer. Das haben wir erledigt und haben jetzt eine EVA gemacht und werden jetzt die Daten auf magische Art und Weise rübertragen. Ja, ich kann Store Experiments machen, wenn ich an die Kapsel rangehe. Das stimmt. Aber ich kann leider nicht Store Experiments hier an dieser Tür machen. Leider. So, übertragen. So, ich bin, wie gesagt, ich habe die Hintertür benutzt. Gut, das war's dann auch schon mit der EVA. Ist nicht so spannend, aber wir könnten nochmal. Ach komm, wir machen Massen-EVA gleich. Wir machen das mal kurz fertig. Können wir ein schönes Foto machen. Wir schicken Valentina dann zur Luftschleuse raus. Dann geht das nämlich. Wir schicken jetzt erst Alexei nochmal ins Rumpf schweben und dann schicken wir Valentina, dann geht das nämlich zur Luftschleuse. Dann kann ich euch das zumindest mal zeigen, wie es funktioniert. Dann habt ihr es mal gesehen, falls ihr das mal mit zwei Kerbals originalgetreu durchspielen wollt. Also dann müsst ihr Pavel Beljajew und Alexei Leonow hochschicken. Das waren die zwei für Voskhod 2. Also ihr solltet dann auch Voskhod, meine Güte, wenn es einmal drin ist, ne? Voskhod 2, fliegen und dann wird der da in diese Luftschleuse, die aufgeblasen wird, reingestopft und kommt zu der auch wieder rein und danach wird die weggesprengt. Das simulieren wir jetzt einmal mit Valentina durch. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ein paar Minuten. So, Uploading Data ist hoffentlich auch gleich fertig. Jawohl. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier unser Häkchen, müssen jetzt nur noch sicher nach Hause. Also, das würde folgendermaßen aussehen. Wenn Freund Blasebalg da draußen dranhängt, könnte man jetzt nämlich sagen, Transfer Crew und zwar Valentina für ihre EVA da rein. So, das geht jetzt nicht, weil ich irgend so ein blödes Mod habe, was das macht, dass er jetzt guckt, ob er sich von da nach da bewegen kann. Das dauert jetzt also einen Moment. Zack. Dann sagt er zwar Crew Transfer Interrupted, aber Valentina sitzt jetzt hier drin und kann jetzt ihre EVA aus dieser Tür raus machen. Und damit haben wir jetzt quasi hier unseren EVA-Moment, in dem so,
Nein, eins muss noch weg. Zack. So. In dem Valentina herumschwebt. Neben unserem Raumschiffchen. So, mal kurz gucken, dass wir hier das Licht noch hinbekommen. Und vielleicht das Raumschiff in die Spiegelung kriegen. Jawohl. So. So, also falls sich jemand Screenshot-willig fühlt, jetzt war eure Chance oder ist eure Chance. Und dann werden wir die jetzt alle gleich wieder einpacken. So. Was? Reach Orbit Bla nicht angenommen? Doch, hat er. So. Oder ich verstehe es gerade falsch. Yin. So. Zack. Trajectory free. Tschüt. So, und dann geht man hier nämlich auch wieder rein, sinnigerweise. Und boardet hier wieder und kann dann die gute Dame mit einem Crew-Transfer von hier wieder in die Kapsel packen. Das dauert jetzt wieder einen kurzen Moment wegen diesem Transfer-Gedöns-Mod. Und dann ist Valentina wieder in der Kapsel drin. Sieht man hier auch schon, die sitzen schon nebeneinander. So, jetzt holen wir uns noch den guten Alexei wieder ins Raumschiff zurück. Bup. Leider haben sie eine Sache bei der Kapsel vergessen. Das ist hier, ich kann die Antennen nicht ausfahren. So, und jetzt können wir das Ding dann quasi decoupeln. Und dann fliegt es weg. Das war's. Da fliegt unsere Luftschleuse dahin. So, und was wir jetzt noch zu tun haben, ist Folgendes. Wir haben einmal, ich zeige euch das mal, das interessiert uns heute nicht, das haben wir quasi fast erledigt. Zack, 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 zack. So, was wir jetzt heute noch vorhaben oder jetzt noch vorhaben, ist die beiden Sachen auf grün zu kriegen. Das heißt, ich werde jetzt mal als erstes den 1000 Meter, 1000 Kilometer Höhe gehen auf der Apoapsis. Das sollte sich also gleich abhaken einmal. Wenn wir das geschafft haben, das gibt auch noch mal Kohle. Einfach so. Zack. Erledigt. Noch mal 26.000. So. Und jetzt heißt es kurz mal aussitzen. Wui, 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 wui. Ich glaube, mehr Zeitraffern kann ich das nicht. Genau, also ihr seht im Hintergrund den Mond langsam wandern und wir fliegen hier um unsere Geschichte rum. Das sieht auch alles ganz gut aus. Also wir haben hier Electricity bis Dings, was? Washcode 1, Electric Charge is running out. Was hat er denn jetzt? Achso, hahaha, Electricity to Infinity. Vielen lieben Dank. Das war nämlich gar nicht so gut. Ich habe nämlich an was nicht gedacht. Dass ich hier nämlich noch ein großes Avionics dranhängen habe. So, zack. Davon müssen wir uns mal trennen. Ich wiederhole das. Wir müssen uns davon nämlich trennen. Vielen lieben Dank. So, dann klappt es auch mit dem Electric Charge. So, jetzt können wir mal kurz ein bisschen Abstand nehmen, dass uns das nicht zum Verhängnis wird hier. Oh, ich habe die Cam vergessen wieder anzumachen. Was ist hier los? Seht ihr? Zack, zack, zack. Alles wieder da. So. Gut, jetzt klappt es auch mit dem Strom, wie gesagt. Das war ein bisschen ungünstig. Ich drehe mich jetzt auch gleich mal so, dass beide Solarpaneele
volle Auslastung bekommen, damit ich mich schnell wieder auflade. Denn die nächste Dunkelphase kommt bestimmt. So, jetzt bringen wir das mal ordentlich ans Aufladen, das Teil. Also damit auch der Beweis, dass wir damit uns tatsächlich trauen können, einen Mondflug zu machen. Wir haben eine recht deutliche Aufladung mit einer relativ guten Batteriekapazität. Das heißt, wir können das jetzt einfach mal laufen lassen kurz. Dann sehen wir schon, wird alles. Wird alles. Es lädt sich doch relativ schnell auf. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das reicht, dass wir aus einem Solar, also vom Aufladen. Minus 39. Oh, ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht vergambelt, weil ich nicht rechtzeitig das Ding abgetrennt habe. Schauen wir mal. Ne, sieht aber gut aus. Ja, wir laden uns nach und nach wieder auf. Das sieht gut aus. Also, alles in Ordnung, solange wir sauber auf die Solarpaneele gehen und die zur Sonne halten, passiert uns hier nichts. So, das heißt, wir können jetzt wieder den Zeitraffer auf ein ordentliches Limit hochschmeißen. Und wir laden uns nach und nach auf. Das sieht gut aus. Jut, jut, jut. Noch 3 Tage und 5 Stunden. Dum, 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 dum. Ein Tag, 20 Stunden. Und der letzte Tag läuft. Dann waren wir eine Woche mit 3 Personen im Weltall. Das sieht vielversprechend aus. So, ich nehme mal den Zeitraffer ein bisschen runter. Und wir haben den Crew Duration Record von 7 Tagen gebrochen, der uns nochmal 102.000 Rubel bringt. Womit unser Konto schon wieder auf 856.000 angewachsen ist. Und ich würde sagen, wir leiten jetzt mal eine Landung ein und beenden diesen Livestream mit einer hoffentlich mustergültigen Landung irgendwo in der Nähe von Baikonur. Da ist Baikonur. Dann würde ich doch mal sagen, wir machen das relativ. Ich meine, wir können ja. Wir haben es ja. Ach, warte mal. Die Erde dreht sich weiter, habe ich gehört, ne? Sowas soll ja passieren. Mach mal. Ob hier. Hui, so, einmal noch rum. Zack. Und jetzt können wir mal ganz gut gucken. Da ist Baikonur. Wir haben kurz Funkkontakt über Santa Maria. Erdmanöver. Da hoch. Und dann bremsen bitte. Oh, das war sogar ein bisschen arg kurz. So. Können wir noch ein bisschen was verschwenden? Versuchen wir doch einfach mal Baikonur so gut wie möglich zu treffen, wenn das schon andiskutiert wird. So, hier ist die Höhe bei. Oh Gott, ich kann das nicht lesen. 96 oder was? Wie soll man das denn lesen vor diesem weißen Hintergrund? Ich habe keine Ahnung. Ich muss das jetzt mal so Pi mal Daumen machen. Ah, so kann man es halbwegs lesen. 6 und 80 soll das sein. Zst. Zack. So, dann kommen wir leicht unter Baikonur. Wir wollen es ja auch nicht auf die Raketen draufschmeißen. Das ist okay. Und 12 finde ich ein bisschen wenig. Machen wir mal so 25 Kilometer AP. Gut, dann. Mechjab, übernehmen Sie. Smart Ass an. Wir gehen auf den Node. Wir
Wir werden eine Burntime von ungefähr 41 Sekunden haben, sagt er. Genau. Und eine Woche muss man das schon mal durchhalten können. Und ich weiß gar nicht, wie lange die Voskhod-Missionen tatsächlich unterwegs waren. Es wurden teilweise echt abartige Rekorde, sowohl auf sowjetischer als auch auf amerikanischer Seite aufgestellt, mit den ersten Kapseln tatsächlich. Also auch so eine Gemini-Kapsel ist jetzt nicht unbedingt super geil. Und ich glaube, da sind auch. Also wir reden nicht mehr über Tage. Ich glaube, da sind wirklich Wochen mitgelaufen. Die dort Leute im Orbit verbracht haben. Muss man Bock drauf haben, aber hey, ne? So sind sie halt. Die Astronauten. So, gut, ich würde sagen, ich schmeiß mal den Antrieb an, weil ich glaube, dass die Schätzung etwas optimistisch ist unserer Burntime. Und die etwas länger sein wird. So, er kann sich hier fröhlich auf dem Node halten. Unser Strom sieht gut aus, dass wir die Landung hinbekommen. Ich mach mal den Fallschirm schon mal fertig. Ja, dann sind wir ein paar Minuten drüber, aber das ist ja alles im total legitimen Bereich. Das sieht gut aus. Das lassen wir auch alles so. Fallschirm scharf. Fallschirm ist scharf und wir sind jetzt mit den 3 Stunden für jetzt erstmal durch. Das heißt, wir machen jetzt 2 Stunden Pause und dann gibt es den heute Abend Stream. Der geht um 20 Uhr los, da machen wir weiter und werden dann ja, was machen wir dann? Die Mars-Mission auf jeden Fall. Und dann mal gucken. Ich glaube, ab der Mars-Mission improvisiere ich mich ein bisschen durch. Da lege ich mich jetzt noch nicht fest. Wir haben ja ein Ziel vor Augen, das ist der Luna Flyby mit der Besatzung. Und ein Video on Demand lasse ich hier nicht laufen, aber ihr könnt nach YouTube rübergehen. Und dort könnt ihr euch die Aufzeichnung von Hardcore Colonization angucken. Oder natürlich das hier nochmal angucken. Oder was auch immer ihr wollt angucken. Das ist mir total rübe, was ihr euch anguckt. Oder ihr geht einfach auch was essen oder geht mal ein bisschen in die frische Luft. Das schadet ja nicht. Denn heute Abend gibt es ja nochmal 3 Stunden Stream zu sehen. So. Und Crafter Bombe. Ich möchte dich nicht drängen, aber lass gerne ein Follow hier. Wenn du schon mal da bist. So. Und jetzt. Bremsen, bremsen, bremsen. Und dann bin ich mal ganz zuversichtlich, dass wir einen schönen Anflug auf Baikonur hinbekommen. Mal gucken, wie weit ich mich verschätzt habe. Crewed für den Mars. Na, das ist ein bisschen überoptimistisch. Ich denke mal, das wäre schon ganz cool, wenn das mit dem Lander im ersten Anlauf klappt. Auf dem Mars. Also selbst das halte ich schon für sehr optimistisch. Aber schauen wir mal. So. Gut, aus damit. Das ist mir exakt genug. Dann trennen wir uns schon mal von dem ganzen anderen Rotz, den wir hier so haben. Ich gucke nur einmal sicherheitshalber, wir haben ausreichend Versorgungsgüter und Strom in der Kapsel drin. Das ist okay. Das heißt, wir können uns tatsächlich hier trennen. Und bereiten uns für den Wiedereintritt vor. Und den Zeitraffer ich jetzt mal ran. Und werde euch den mit ein bisschen Musik für den Abschluss dann vertonen, während die Damen und Herren hier in die Atmosphäre eintreten. Und, ach, guck mal, ein Crew Report. Naja, warum nicht? Kann man ja alles noch mitnehmen, ne? Genau, während die 3 Peoples jetzt ihren Wiedereintritt fliegen, werde ich mal gleich mein Mikro zumachen, euch erstmal Tschüss sagen und dann ein bisschen Musik noch zum Schluss spielen. Und was spiele ich nachher? Ja, ich spiele RSS weiter, weil der Sinn des heutigen Doppelstreams ist halt, zu Cookie auch zeitlich mal aufzuholen, dass wir nicht mehr dieses krasse über ein Jahr Unterschied haben. Da haben wir jetzt ein bisschen was schon geschafft. Also ich bin jetzt immerhin schon mal an Tag 100. Was wird das sein? Irgendwie so ab, ja, doch irgendwie um und bei April müsste das sein. April 1960. Das heißt, wir haben jetzt nicht mal mehr ein Jahr Unterschied. Und ich bin mal ganz zuversichtlich, wenn ich jetzt noch weiterspiele, dass ich dann ungefähr auch in diesem Bereich Februar, März 1961 kommen kann, sodass Cookie und ich
wieder zeitlich beieinander liegen. Gut, in diesem Sinne sage ich jetzt aber erstmal vielen lieben Dank fürs Zugucken bei diesem Stream. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch ab 20 Uhr wieder für die nächste Runde begrüßen darf und wir dann zu Ende bringen, was wir heute angefangen haben, nämlich die Mars-Mission mit einem Marsländer. Wenn nicht, wünsche ich euch trotzdem einen schönen Abend und ja, was soll ich noch sagen? Mein Name ist Robert und tschüss.